Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier in Berlin in unserem Salon zu einer, wie ich finde, sehr spannenden Veranstaltung. Ich hätte tatsächlich auch noch mehr Publikum erwartet. Ich finde das so spannend, die Frage, was passiert in Österreich, wovon wir was lernen können, im Positiven wie im Negativen. Inwieweit sind die Entwicklungen in Österreich mit denen in Deutschland zu vergleichen? Unter dem Titel Schwarz-Braun ist das Nachbarland haben wir ein bisschen salopp formuliert, was dort schon Realität ist und was man sich nur ungern vorstellen möchte für Deutschland. Eine Regierung, an der möglicherweise irgendwann eine AfD beteiligt sein könnte, ist eine ziemliche Horrorvorstellung. Insofern finde ich es richtig und wichtig, sich zu überlegen, hinzuschauen, was ist bei den Nachbarn schiefgelaufen und was für Erfahrungen macht man in Österreich gerade, wie verändert sich das Land, wie verändert sich die Atmosphäre in dem Land und was können wir daraus für Schlüsse für uns ziehen, für unser Land und vor allen Dingen auch für die Frage, welche politischen Wege müssten von uns eingeschlagen werden, um verhindern zu können, was wir in Österreich beobachten. Insofern freue ich mich sehr, vier spannende Gäste aus Österreich hier zu haben. Ich fange einfach mal an, Sie zu begrüßen. Markus Sulzbacher, Redakteur vom Standard in Wien. Dort schwerpunktmäßig mit den Themen IT, Rechtsextremismus, aber auch Geheimdiensten beschäftigt. Also durchaus wahrscheinlich der richtige Mann für diese Fragen, die hier heute diskutiert werden sollen. Dann Judith Götz, Wissenschaftlerin, die sich schwerpunktmäßig mit den Themen, die wir heute diskutieren, beschäftigt. Ich halte mal ihre jüngste Publikation hoch. Untergangster des Abendlands über die Entwicklung und die Erscheinung der Identitären, nicht nur in Österreich, sondern als ja, Bewegung, die inzwischen ja auch über Österreich weit hinaus greift. Albert Steinhauser, ehemaliger Nationalrat und Clubobmann der Grünen im österreichischen Parlament und Claudia Klimt-Weithaler, Clubobfrau der Kommunistischen Partei Österreichs im Steirischen Landtag. Ich freue mich, dass Martina Renner, Bundestagsmitglied und Sprecherin für antifaschistische Politik, die Moderation übernommen hat. Wir haben uns lange schon über diese Veranstaltung, über dieses Thema unterhalten und uns vorgenommen, dass wir dazu eine Veranstaltung machen. Und es ist nur konsequent, hätte ich fast gesagt, Martina, dass du die Moderation übernimmst. Mit ihr ist als Moderatorin hier jemand am Start, die sich sehr, sehr gut mit Österreich auskennt. Insofern auch eine, die uns Einordnungen dort geben kann, wo die Vergleichbarkeit vielleicht nicht unmittelbar gegeben ist. Organisatorisch noch ganz kurz, wer sich noch nicht eingetragen hat in die Anwesenheitsliste am Eingang, möge das bitte noch tun. Das brauchen wir für Statistik und Abrechnung. Ich reiche das hier einfach mal runter. Bitte weitergeben. Ja, und dann würde ich das Mikrofon bzw. die Moderation dir übergeben. Herzlich willkommen auch unseren Gästen nochmal und auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, herzlich willkommen auch von mir und danke Fritz für die einleitenden Worte. Ich würde gerne kurz vorstellen, wie ich mir den Ablauf der Veranstaltung vorgestellt habe. Ich würde gerne am Anfang mit dem Podium in zwei oder drei Runden einige Fragen diskutieren und dabei immer die Frage zuerst an eine Expertin, an einen Experten richten. Wenn jemand anderes dann gerne noch ergänzen möchte, jederzeit. Und ich würde euch auch bitten, dass wir bei den Antworten so schauen, dass wir bei
3 Minuten bleiben, damit wir tatsächlich es schaffen, auch viele Komplexe aufzurufen, weil es geht ja hier um die Gesellschaft, um die Medien, um die Politik. Da ist ja viel zu debattieren und danach würde ich gerne euch und Ihnen die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Und wenn das jetzt auf Zustimmung stößt, würde ich sagen, können wir gleich loslegen. Okay. Ja, meine erste Frage geht an dich, Judith. Auf den ersten Blick, wenn wir uns die FPÖ anschauen und die AfD, da fallen uns ja viele Übereinstimmungen auf. Also insbesondere in der Ideologie, da haben wir den antimuslimischen Rassismus, da haben wir das Anrufen der Nation und der deutschen Identität und da haben wir das politische Konzept, die Spaltungslinien der Gesellschaft zu verstärken und Gruppen soziale Rechte vorenthalten zu wollen. Stimmt dieser erste Blick, dass es sich quasi um Zwillinge handelt? Oder wenn du auch in die Geschichte der FPÖ schaust, was würdest du auch an Unterschieden identifizieren? Aber auch die Frage mit Blick auf die Zukunft, wo nähern sich vielleicht die Parteien auch an? Also ich würde zunächst mal sagen und dir auf jeden Fall recht geben, dass der antimuslimische Rassismus so das zentrale Moment aktuell in beiden Parteien ist, womit sie punkten können. Und dahinter steht aber, finde ich, noch ein größeres Konzept, nämlich dass Demokratie in diesen Kreisen eigentlich viel mehr als eine Ethnokratie gedacht wird. Also das heißt, dass man als Individuum eigentlich so überhaupt nichts zählt, sondern als Individuum immer Teil von einem Kollektiv ist und dieses Kollektiv ist eben völkisch oder, wie es neuerdings heißt, kulturell oder halt eben ethnisch vordefiniert und man könne sozusagen aus diesen Kollektiven nicht raus. Und das bedeutet eben in weiterer Folge, dass in den Politiken der FPÖ beispielsweise, wenn ich meine, dass Demokratie wie eine Ethnokratie gedacht wird, dass Angehörige von diesen unterschiedlichen Kollektiven auch unterschiedliche Rechte haben sollen. Das zeigt sich in Österreich ganz stark beispielsweise an den Debatten rund um die Mindestsicherung und dass Österreicherinnen, unter Anführungszeichen, also Mehrheitsgesellschaftsangehörige, mehr Mindestsicherung bekommen sollen, als dies eben zugewanderte Menschen tun sollen. Also dass man als Angehörige von diesen bestimmten ethnischen Kollektiven unterschiedliche Rechte haben soll. Und in weiterer Folge werden dann halt eben auch soziale Konflikte zu ethnischen Konflikten umgedeutet. Das heißt, dass einfach die komplette soziale Frage ausschließlich über dieses Moment verhandelt wird. Also, dass die Konflikte eben nicht als Fragen von Verteilung und Gerechtigkeit und Unterstützung vielleicht auch von sozial Schwächeren oder Bedürftigen gedeutet werden, sondern vielmehr, wer soll legitimerweise Zugang zu Sozialleistungen haben und wer nicht. Und die Antwort ist eben darauf eine ethnische. Das finde ich ist insofern wichtig, als dass dadurch einfach bestimmte Antworten natürlich gegeben werden, aber dadurch, dass dieser antimuslimische Rassismus gerade aktuell auch gesellschaftlich so weit verbreitet ist, gelingt es dadurch beiden Parteien auch so ein bisschen, sich als Repräsentantinnen der Mehrheitsgesellschaft darzustellen und auch ein Stück weit aus diesem rechten Eck rauszukommen, indem sie halt für sich beanspruchen, eine gesellschaftliche Stimmung zu repräsentieren, ein gesellschaftliches Klima und dadurch natürlich auch sehr erfolgreich sind. Ich würde sagen, natürlich gibt es da auch jetzt noch Unterschiede, einfach dadurch, dass die FPÖ jetzt eine Regierungspartei ist, das heißt einfach schon eine viel längere Parteigeschichte hat, die dazu geführt hat, dass sie mit Höhen und Tiefen natürlich, die der AfD, würde ich meinen, noch bevorstehen, einfach jetzt Regierungsverantwortung übernommen hat und dadurch in eine aktive Gestaltungsrolle gekommen ist. Also eine Situation, in der man in Deutschland glücklicherweise noch ein Stück weit davon entfernt ist. Also ich würde sagen, die FPÖ ist einfach schon viel, viel weiterentwickelt, blickt aber natürlich wahrscheinlich neidischen Blickes auf Österreich und weiß genauso wie vielleicht wir heute hier auch von ihrer Schwesterpartei da auch was zu lernen. Ich würde sagen, dass die AfD trotzdem in vielen Punkten auch noch am Anfang steht, also sei es jetzt irgendwie so die politischen Richtungsstreitigkeiten, wo sich mal der liberalere Flügel, mal eher so der deutsch-völkische Flügel in der FPÖ durchgesetzt hat. Das sind halt Momente, also
diese Ausdifferenzierungskämpfe, die da in der AfD ja aktuell noch sehr stark stattfinden und wo auch noch ein bisschen sich weisen wird oder sich auch schon gezeigt hat, welche Flügel da in welchem Zeitpunkt halt und in welchen Bundesländern auch tatsächlich stärker sind. Aber ich denke, dass die FPÖ durchaus Vorbild ist und die AfD sich weiterhin viel davon abschauen wird und insofern sie sich, sofern sie nicht eh schon eigentlich inhaltlich ideologisch sehr nahe sind, das durchaus weiter auch ausbreiten werden. Albert, also bei uns ist die Situation so, wir würden die AfD in den Parlamenten tatsächlich als den Arm der außerparlamentarischen rassistischen Straßenmobilisierung beschreiben können, wenn wir an Pegida denken. Und auch vieles von dem, was die AfD in die Landtage und in den Bundestag einbringt, entspricht ganz eins zu eins im Grunde ihrer ideologischen Verfasstheit, also bedient diese Kernthemen Rassismus, Nationalismus, Ausgrenzung. Und auch wenn wir auf das Personal schauen hier in Deutschland, was die Abgeordneten und die Mitarbeiter angeht, in den Fraktionen der AfD, so können wir eben ganz klar nachweisen, dass sehr viele dort aus der extremen Rechten zum Teil auch aus militanten Organisationen kommen. Gilt das auch für die FPÖ, dass sie so lupenrein im Grunde ihre extrem rechte rassistische Ideologie ins Parlament transportiert und dass sie auch sich das entsprechende Personal holt? Oder verfolgt die FPÖ im Parlament oder verfolgte die FPÖ im Parlament bis zur Regierungsbildung eine andere Strategie? Das gilt grundsätzlich, aber unter etwas anderen Voraussetzungen. Die FPÖ ist ja schon historisch in Österreich die Partei des deutschen nationalen dritten Lagers, die in den 50er Jahren gegründet wurde, von jenen Nazis, ehemaligen Nazis, Klammer auf, Klammer zu, die nicht bei Rot und Schwarz untergekommen sind, das heißt, die eigentlich dem dritten Lager treu geblieben sind. Das heißt, es ist eine historisch rechtsextreme Partei. Nur, in Deutschland glaube ich nicht viel anders gewesen, waren diese Themenkomplexe bis in die 80er Jahre hinein relativ tabuisiert und daher hat es zwar einen klaren rechtsextremen Nukleus gegeben, aber halt tabuisierter, nicht so offen, aber es hat jedenfalls dieses Lager organisiert. Dann kam Jörg Haider und der Jörg Haider beschreibt die Phase, die meiner Meinung nach jetzt ein bisschen sich in Deutschland abbildet, nämlich die der Nazi-Provokationen und der Pubrüche. Haider hat gesprochen von der ordentlichen Beschäftigungspolitik im Dritten Reich. Kann sich die FPÖ alles erlauben? In der Phase wurde er als Kärntner Landeshauptmann abgewählt. Also das hat ihm einen kurzen Karriereknick gebracht. Er hat vor SS-Männern in Grumpendorf eine Rede gehalten, wo er sich sozusagen gelobt und sich bedankt hat für einen Einsatz und so weiter. Das heißt, historisch und traditionell ist die FPÖ die Partei des deutschen nationalen Lagers, mal versteckter, mal offener, je nach Phase. Jetzt ist Folgendes passiert. Nach der ersten Regierungsbeteiligung der FPÖ hat es ja diese Spaltung gegeben, wo ein Teil mit dem Haider abgegangen ist und zurückgeblieben ist ein harter Kern aus Burschenschaftern, deutschnationalen Rechtsextremen, die die FPÖ übernommen haben und dann wieder von einer damals in den Umfragen 4-5% Partei auf 25% geführt haben. Aber diese Gruppe gibt jetzt den Ton an und diese Gruppe ist tief verwurzelt im außerparlamentarischen rechtsextremen Milieu und hat diese Scharnierfunktion nach innen. Und bei uns gibt es, wir haben es im Vorfeld schon ein bisschen geredet, den berühmten Einzelfall der Woche. Das heißt, irgendein FPÖ-Kommunalpolitiker, Jugendfunktionär, Abgeordneter, Mitarbeiter fällt irgendwo mit rechtsextremen oder nationalsozialistischen Aussagen auf. Und die FPÖ sagt dann, das ist ein Einzelfall. Die Reaktion ist immer die gleiche. Die Person wird aus der Schusslinie genommen, indem sie durchaus manchmal gekündigt wird, versteckt wird, austritt. Aber in der Regel ist das eine temporäre Strategie. Diese Personen tauchen immer alle wieder auf und werden irgendwann wieder aufgenommen, wieder angestellt. Die werden nur aus der Schusslinie gebracht. Also ja, die Antwort ist, die FPÖ hat eine Scharnierfunktion ins rechtsextreme Milieu hinein. Und jetzt geht es bis in die Ministerbüros. Letzter Satz, in Österreich wurde jetzt ein Verfassungsgerichtshofsmitglied ernannt, das die Aussage getroffen hat, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ist aufgrund seiner Asylspruchpraxis mit Schuld an der multikriminellen Gesellschaft. Das schafft es in Österreich mittlerweile in den Verfassungsgerichtshof. Ja. Claudia, ich würde
mit dir gerne die Rolle der FPÖ in den Landtagen diskutieren. Bei uns in der Bundesrepublik fällt sie dort nicht gerade durch konstruktive Mitarbeit auf, also insbesondere was zum Beispiel die Arbeit in den Fachausschüssen angeht. Und das Plenum wird in der Regel lediglich dazu genutzt, irgendwie Hetzreden zu verbreiten und eben aber auch die eigene Wähler und Wählerinnenschaft, dieses eigene Resonanzraum zu bedienen. Wie sieht das bei euch aus? Versucht die FPÖ tatsächlich, sich den Anschein zu geben, eine tatsächlich am Parlament interessierte Partei zu sein? Mit welchen Themen geht sie in die Parlamente? Und natürlich auch die Frage, ist sie damit erfolgreich? Also ich kann in erster Linie jetzt natürlich aus dem Landtag Steiermark berichten, wo ich auch drinnen sitze. Und da gibt es beides. Also das Plenum wird in erster Linie dafür genützt, dort aufzutreten und das eigene Klientel zu bedienen. Also es gibt kaum eine Landtagssitzung, wo die FPÖ nicht mit einer dringlichen Anfrage auf der Tagesordnung steht, die dann meistens auch schon im Titel wirklich grausliche Wörter drinnen haben, wo es auch wirklich darum geht, eben wie gesagt, das eigene Klientel zu bedienen. Andererseits ist es zumindest bei uns in der Steiermark so, dass sie trotzdem sich als Oppositionspartei fühlt. Im Landtag Steiermark ist es ja so, dass es eine Koalition aus einer SPÖ- und ÖVP-Regierung gibt, die auch ein dramatisches Kürzungsprogramm gefahren sind. Das ist jetzt sozusagen die zweite Periode in Folge, wo sie sich auch selbst als sogenannte Reformpartner bezeichnet haben und unter diesem Deckmantel der Reformen, also wirklich massive Kürzungspolitik, vor allem im Sozial-, aber auch im Gesundheits- und Bildungs- und Jugendbereich, auch Kulturbereich betrieben haben. Da stellt sie sich hin und macht einen sozusagen auf konstruktive Oppositionspolitik. Das heißt, sie ist sehr wohl auch bei Anträgen, die wir stellen, wenn es gegen Kürzungen im Sozialbereich geht, dabei. Sie unterstützt Anträge auch von den Grünen, wenn es darum geht, gegen Krankenhausschließungen aufzutreten. Also da gibt es oft die Front, dass sich die FPÖ mit uns und gemeinsam mit den Grünen gegen die Landesregierung stellt. Also sie kann beides und sie macht beides, sage ich jetzt einmal, vor allem für die Medien sehr gut. Markus, wenn wir auf die Veränderung der Medienlandschaft schauen, im Anbetracht des Rechtsruckes, da fällt ja zweierlei auf. Zum einen gibt es diese vehementen Angriffe der extremen Rechten, also bei euch der FPÖ, aber nicht nur, und bei uns der AfD, aber nicht nur, unter dem Stichwort Lügenpresse und Ähnliches. Dann gleichzeitig natürlich Angriffe auf die Öffentlich-Rechtlichen. Und das Ganze wird verbunden mit einer eigenen Medienstrategie, die insbesondere auf die sozialen Medien setzt oder sich jetzt auch bestimmte Publikationen näher heranholt und diese dann auch irgendwie für ihre Themen oder für ihre zentralen Aussagen als Sprachrohr sozusagen heranzieht. Kannst du mal kurz schildern, wie das in Österreich verlief vor der Regierungsbildung? Wie da die Situation in der Presselandschaft war, der Umgang auch der Medien und was hat sich jetzt eigentlich unter Schwarz-Blau fortgesetzt oder möglicherweise noch verschärft? Ja, ich fange mal so an. Also die AfD setzt wie auch die FPÖ massiv auf Facebook und YouTube und da ist in Österreich die FPÖ wirklich eine Macht. Ja. Allein der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat über 773.000 Follower auf Facebook. Zum Vergleich, die AfD, Deutschland ist 10-mal so groß, hat letzte Woche rausgeworfen, dass sie jetzt 400.000 Follower haben und damit die stärkste Partei sind auf Facebook, die im Bundestag vertreten ist. Also die setzen massiv auf Facebook. Das ist so der Kern der Medienstrategie auch der FPÖ, dass sie irgendwie ungefiltert irgendwie ihre Message verbreiten kann. Vorher, also das macht sie jetzt weiterhin, sie greift auch da irgendwie über Facebook Journalisten und Journalistinnen an. Da werden als Regierungspartei wird zum Beispiel eine Kollegin von mir, ich erzähle das kurz, da wurde ein Foto von ihr veröffentlicht und darunter stand der Text, das ist Colette. Colette schreibt für den Standard und stellt gern FPÖler an den Pranger.
Falls ihr Colette etwas zu sagen habt, dann schreibt ihr bitte, da waren ihre Kontaktdaten per E-Mail. Also die ist da wirklich ziemlich angegangen worden, ja, als Regierungspartei. Gleichzeitig ist es auch so, also über Facebook werden Journalisten angegriffen und das Zweite ist, die FPÖ ist ja jetzt in der Regierung und das zentrale Feld momentan ist irgendwie so der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ORF. Da ist es durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ passiert, dass im zentralen Aufsichtsrat-Gremium, dem Stiftungsrat, sitzt jetzt jemand von der FPÖ und der hat schon seit einem Jahr, also noch vor den Wahlen im Herbst, so ständig Drohkulissen aufgebaut, hat sich beschwert, dass ORF-Journalisten unbotmäßige Fragen stellen, dass sie böse schauen bei Interviews mit FPÖ-Politikern und sie kommen dann immer so, und das macht glaube ich auch die AfD, dass sie die GEZ, in Österreich heißt das GIS, abschaffen wollen. Ja? Das ist so diese Drohkulisse gegenüber Journalisten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Okay. So. Judith, wir haben ja vorhin über die Ideologien der FPÖ und AfD diskutiert und ich finde, auch bei uns hier, wenn wir auf die AfD schauen, ist ihr patriarchaler Antifeminismus oftmals nicht so im Fokus, obwohl der ganz wichtig ist, auch für die AfD als Selbstverständnis, aber auch in der Mobilisierung. Spielt dieses Thema in Österreich für die FPÖ eine Rolle und kann die FPÖ damit auch Erfolge erzielen, weil man ja einen Teil der Bevölkerung, nämlich die Frauen, auch tatsächlich vor den Kopf stößt? Wie siehst du das? Also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass Antifeminismus und Sexismus der Partei nach wie vor ein sehr vernachlässigtes Thema in der Kritik ist, auch wenn hier auch die Forschung und auch die Medienberichterstattung in den letzten Jahren nachgezogen ist und auch darüber stark berichtet. Also insbesondere die Kämpfe der FPÖ gegen Quoten, gegen den unter Anführungszeichen Genderwahn, wie sie es nennen, aber eben auch gegen so sexualpädagogische Maßnahmen, die halt Vielfalt und Pluralität in Schulen fördern und dergleichen. Ich würde sagen, dass im deutschsprachigen Raum die FPÖ aber tatsächlich hier auch nochmal eine Sonderrolle hat, gerade was eben die Angriffe auf Gender Studies betrifft, beziehungsweise auf Gender-Theorien allgemein, weil nämlich Barbara Rosenkranz, frühere FPÖ-Nationalratsabgeordnete, bereits 2008, also kurz nachdem auf EU-Ebene Gender Mainstreaming beschlossen worden ist, eine Publikation veröffentlicht hat mit dem Titel Menschinnen auf dem Weg zur geschlechtslosen Gesellschaft. Und in diesem Buch halt sozusagen eigentlich dieses ganze Grundfundament an rechter, rechtsextremer Kritik würde ich es ja nicht nennen. Also ich finde, es geht schon eigentlich fast mehr in die Verschwörungstheorie, was Frau Rosenkranz in diesem Buch so von sich gibt, aber halt den argumentativen Grundstein geschaffen hat, um halt eben gegen Geschlechtertheorien zu wettern, die halt eben versuchen, Abstand von der Zweigeschlechtlichkeit zu nehmen und halt eine Vielfalt von geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Begehrensformen zulassen wollen. Der Gender Gap unter den Wählerinnen der FPÖ ist stetig am Sinken, also sind jetzt nur mehr ungefähr 10% Differenz zwischen Männern und Frauen, die diese Regierung gewählt haben. Und ich würde das tatsächlich auch im Zusammenhang mit der Normalisierung rechtsextremen Gedanken gut sehen. Also es zeigen ja so Meinungsumfrage-Studien schon seit geraumer Zeit, dass eigentlich es kaum Differenzen zwischen Männern und Frauen gibt in Bezug auf die Einstellungsebene, also dass Frauen eben genauso rassistisch, antisemitisch, nationalistisch wie Männer eingestellt sind, aber dass lange Zeit die Hürde, tatsächlich eine rechtsextreme Partei zu wählen, für Frauen eine deutlich höhere war. Und ich würde sagen, dass das einfach begleitend zu dieser Normalisierung von rechtsextremen Gedankengut einfach diese Barrieren sehr stark gesunken sind und dass, wie wir das halt eben aus der Rechtsextremismusforschung allgemein auch kennen, weil diese Frage ja ein Dauerbrenner ist, wie kann es sein, dass Frauen, die eigentlich
eigentlich von so einem Gedankengut benachteiligt werden, trotzdem sich entscheiden, ihre Stimme für so eine Partei abzugeben und dann halt eben ganz viel Antwort mit den gesellschaftlichen Ängsten und so weiter gefunden wird. Ich würde aber sagen, dass es auch ein wichtiger Faktor ist, dass Frauen einfach trotzdem in dominanzgesellschaftliche Verhältnisse eingebunden sind. Das heißt, auch wenn sie in der eigenen Wir-Gruppe benachteiligt werden oder auch gar diskriminiert werden, dass sie trotzdem einfach als Angehörige der Mehrheitsgesellschaft einen psychischen Gewinn daraus ziehen, dass sie unter Anführungszeichen immer noch mehr wert sind als der migrantische Mann. Also so eine Art Ausgleich für ihre eigenen Unterdrückungserfahrungen bekommen, indem einfach nochmal Diskriminierung gegenüber anderen Menschen ausgeübt werden kann und diese Wir-zuerst-Ansprüche geltend gemacht werden können, dass so schlecht es uns auch gehen mag, wir sind immer noch besser gestellt, also dass es halt eben um Machterhalt und Aufrechterhaltung von Privilegien dabei auch geht. Albert, wir haben vorhin von Claudia auch gehört, dass die FPÖ da, wo sie in Opposition ist, in erster Linie das Parlament als Ort nutzt, um ja die eigene Anhängerschaft anzusprechen und auch mit den sozusagen ewigen Themen zu bedienen. Nun sind wir ja in der Situation, die FPÖ sitzt jetzt in der Regierung. Welche Politikfelder versucht sie da zu erschließen? Was sind auch ihre zentralen Vorhaben, die sie politisch umsetzen will? Hat sie dazu Mehrheiten in der Koalition? Und wie kann sie das eigentlich organisieren vor dem Hintergrund, also hier in der Bundesrepublik, ist die Person von Strache natürlich in einer Weise skandalisiert worden, wie es, glaube ich, in Österreich nicht der Fall war. Aber er war ja bei der Wikingjugend, also einer Organisation, die in der Bundesrepublik verboten ist. Zuletzt hatten wir den Skandal, dass das österreichische Innenministerium im Inlandsgeheimdienst BVT eine Razzia durchführt, um dort an Unterlagen über den Phänomenbereich Rechtsextremismus zu kommen und so weiter. Also wir hören hier relativ viel von Skandalen oder skandalösen Personalien, aber was ist die tatsächliche Politik? Was ist vielleicht schon umgesetzt worden? Wohin wird es gehen? Und gibt es auch Widerstand gegen zentrale Vorhaben der FPÖ? Die Eigendefinition der FPÖ ist soziale Heimatpartei. Und ich finde, da lohnt sich dann ein Blick auch auf die AfD. Mein Eindruck ist, diesen sozialen Kontext bedient sie noch nicht so stark oder versucht sie noch nicht so stark zu bedienen. Meine These wäre aber, das wird sie wieder kurz oder lang machen. Man muss dazu sagen, diese Widersprüchlichkeit aus den Inhalten der FPÖ und diesen vermeintlichen sozialpolitischen Angeboten implodiert in der Regel auch in der Regierung immer. Und ein Punkt bei Schwarz-Blau 1, warum das implodiert ist, war genau diese Widersprüchlichkeit, dass man sich einerseits sozial gibt, aber auf der anderen Seite im Kern, nicht nur im Kern, sondern als Ganzes eine neoliberale Partei ist. Und das ist auch die Freiheitliche Partei Österreichs, also das Soziale ist ein bisschen Staffage. Und wenn das Sozial, hat Judith schon ausgeführt, dann ist das immer im ethnischen Sinn zu sehen, das heißt die Verteilung Inländer, Ausländer und nie sozusagen zwischen den Herrschenden und Nichtherrschenden oder Beherrschten oder zwischen den Klassen. Das sind, Gesellschaftsdeutungen, die sie nicht kennen. Und in der Regierung geht sich das natürlich schwer oft aus, was als Populismus noch in der Opposition funktioniert. Und wenn man sich jetzt das anschaut, dann ist dort auch das größte Spaltpotenzial in der Regierung da, weil auch das Regierungsprogramm eine ganz klar neoliberale Agenda verfolgt, so wie Schwarz-Blau 1. Allerdings versucht auch die neoliberale Agenda dann, und das ist ein Teil dessen, was die FPÖ versucht, eben hinter einem rassistischen Kontext zu verstecken. Also die Kürzung der Mindestsicherung soll vor allem die tschetschenische Familie treffen. Stimmt natürlich nicht, aber das ist sozusagen die Geschichte, die man erzählt, um für diese neoliberale Reform den Boden aufzubereiten und Applaus zu bekommen, auch Applaus von jenen zu bekommen, die in Wirklichkeit betroffen sind davon. Wenn man sich jetzt sozialpolitisch anschaut, was diese Regierung plant, dann wird relativ klar, warum das eine neoliberale Agenda ist. Das wichtigste Projekt ist die Zerschlagung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung. In Österreich werden die Pensionskassen und die Krankenkassen von den Arbeitnehmerinnen in Selbstverwaltung über die Gewerkschaft selbst verwaltet. Das will man schwächen. Man will einen 12-Stunden-Arbeitstag, eine 60-Stunden-Woche, das heißt, man will die Grenzen hinauftreiben. Das ist so ein klares Projekt. Man hat
als Heimprojekt die Aufhebung oder die Senkung der Strafhöhen auf Verstöße im Sozial- und Arbeitsrecht. Das ist quasi das Wunschprogramm der industriellen Vereinigung. Man versucht, die betriebsrechtliche Vertretung von Arbeitern und Angestellten zu schwächen, indem man ihre Vertretung zusammenlegt und insgesamt weniger Betriebsrätinnen und Betriebsräte in Zukunft tätig sein werden. Also all das hat eine klare Handschrift und ich sage das deswegen so deutlich, erstens, weil ich glaube, dass, das wäre jetzt meine Ferneinschätzung, ihr verzeiht mir, dass die AfD auch diesen populistischen Weg über die sozialpolitische Schiene irgendwann einmal gehen wird. Aber zweitens, und wahrscheinlich werden wir in einer späteren Runde, wenn wir über Strategien reden, noch einmal zurückkommen, dass auch der Ankerpunkt für Linke sein muss, wo man gegen rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien möglicherweise erfolgreich sein kann und das vielleicht auch zu lange bei uns in Österreich vernachlässigt wurde. Mhm. Aber jetzt noch eine Frage bin ich offen gelassen und dann gebe ich weiter, weil ich glaube, ich bin schon viel zu lang. Das ist die Geschichte mit, warum geht sich das alles aus mit diesen ganzen Personalien etc. Kurzfristig sind das schon Rückschläge. Also ein Beispiel, dieser, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland mitbekommen hat, der Spitzenkandidat der niedersächsischen FPÖ war verwickelt in eine Affäre eines rechtsextremen Liedertexts seiner Burschenschaft. Schwer antisemitisch. Die Umfragen der FPÖ für diese Landtagswahlen waren über 20%, am Ende waren es 15%. Das heißt, der ist dann auch kurzfristig aus dem Verkehr gezogen. Es gibt diese Rückschläge, aber die Figuren tauchen alle wieder auf und es hat keine langfristige Wirkung. Und auch das würde ich dann nämlich in die nächste Runde mitgeben. Was heißt das? Aber Rückschläge gibt es dann schon. Also das ist auch der Grund, warum die FPÖ mittlerweile die Strategie wählt, möglichst diese Dinge klein zu halten und zu verstecken, während die AfD noch in diesem Tabubruchschema drin ist. Hat auch einen Grund, weil sie Aufmerksamkeit braucht. Aber kurzfristig schadet es, langfristig nicht. Man muss dazu sagen, der Strache ist natürlich in Österreich von einem sozialdemokratischen Politiker in Wirklichkeit voll rehabilitiert worden, weil damals leider sozialdemokratische Bundeskanzler, die Teilnahme an der Wehrsportübung der WAPO, das ist eine paramilitärische neonazistische Organisation, die auch polizeilich zerschlagen wurde in der Mitte der 90er Jahre, damit, wie soll ich sagen, rehabilitiert, indem er von einer Jugendsünde Straches gesprochen hat. Und das sind natürlich alles Dinge, wenn das Volksparteien machen, auch das wäre für die letzte Runde mitzunehmen, oder die nächste Runde, sind natürlich verrückend an Grenzen, deswegen überleben solche Leute politisch. Ja, ich glaube, wir sind schon am Übergang zu den Strategien, weil Claudia, dich würde ich auch gerne fragen, diese scheinsoziale Politik, können wir die FPÖ oder die AfD nennen, die ist ja eigentlich sehr schwer zu vermitteln, weil jeder, der in die Programmatik schaut, sieht, das sind im Kern neoliberale Parteien, wenn nicht sogar bei der AfD aus ihrer Herkunft eine marktradikale, elitäre Partei. Und trotzdem versuchen sie und jetzt auch zunehmend in der Bundesrepublik auf diese Themen aufzusatteln. Also bei uns auch der Versuch von AfD-Umfeld in Betriebsräte einzusickern, beziehungsweise zum Beispiel bei Demonstrationen von Gewerkschaftern, wenn es um Massenentlassungen geht, teilzunehmen und vieles andere mehr. Du bist jetzt Politikerin der KPÖ. Ich nehme an, das Thema soziale Gerechtigkeit, Umverteilung ist mit uns ziemlich ähnlich. Wie geht ihr damit um? Und wie erfolgreich seid ihr auch? Und wenn du uns dazu auch etwas sagen könntest über, sage ich mal, euren parteipolitischen Blick hinaus, wie sieht es aus zum Beispiel mit Gewerkschaften in Österreich? Hält man dort eine Abgrenzungslinie gegenüber der FPÖ oder hat man andere Formen des Umgehens gefunden, entsprechend diese unsoziale Politik zu demaskieren? Ja, auch da ist die FPÖ ja leider schon weiter. Sie ist ja nicht nur jetzt in Regierungen drinnen, also entweder in Opposition oder in Regierungsverantwortung, sei es auf Bundes- oder Länder- oder in kommunaler Ebene. Sie ist ja auch in anderen politischen Bereichen verankert. Also die FPÖ gibt es in der Arbeiterkammer, gibt es in der österreichischen Hochschülerinnenschaft, gibt es auch in der Gewerkschaft, zum Beispiel in der Polizeigewerkschaft gibt es auch eine FPÖ-Vertretung. Also das heißt, überall dort sitzt sie ja leider schon drinnen. Und was auch dazu kommt, sie erzielt ja auch bei Wahlen höhere Stimmenanteile, jetzt bei den Arbeiter und Arbeiterinnen mittlerweile mehr als die Sozialdemokratie, das in Österreich gelungen ist. Was jetzt diesen Widerspruch anbelangt zwischen einerseits ihrer neoliberalen Agenda und dem, dass sie sich jetzt auch hinstellt und so tut, oder diese Beschreibung, die du vorher gegeben hast, sich selbst als soziale Heimatpartei auch bezeichnet, der ist natürlich da.
Das wird ja dann meiner Meinung nach auch oft dadurch kaschiert, dass genau dann an so einem Punkt, wo sie jetzt mit der ÖVP gemeinsam etwas Neoliberales umsetzt, mit irgendeinem braunen Rülpser oder einem anderen Propaganda-Instrument auf sich aufmerksam macht. Ein Beispiel dazu. Also sowohl die ÖVP als auch die FPÖ wollen den 12-Stunden-Tag und die 60-Stunden-Woche in Österreich einführen. Im Übrigen stand das vorher leider auch schon im Wahlprogramm der Sozialdemokratie drinnen. Und man hat das angekündigt und gleich am nächsten Tag wurde dann mitgeteilt, es wird jetzt das Rauchverbot in Österreich gekippt. Und ihr müsst jetzt raten, worüber die Medien mehr berichtet haben und die Menschen sich auch mehr darüber aufgeregt haben. Also es gab einmal kurz ein Aufflackern, Diskussion 12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche. Und dann gab es aber sofort eine riesige Debatte über das Rauchverbot. Und zwar alle haben darüber debattiert, die für und die gegen ein Rauchverbot sind. Und ich denke mir, das ist nicht unklug gemacht und es ist sicher auch eine Strategie, wie diese Themen gesetzt werden. Oder es wird irgendetwas anderes, es geht um Flexibilisierung, es geht um Senkung der Lohnnebenkosten. Und sobald man sozusagen merkt, es tut sich ein Widerstand auf, schreit irgendjemand von der FPÖ Kopftuchverbot und dann ist die Diskussion sozusagen auch wieder dort gelandet. Ja? Also das ist auch so dieser Widerspruch, mit dem die FPÖ da agiert. Was wir versuchen jetzt als kommunistische Partei auch, ist die FPÖ dort zu entzaubern, wo eben dieser Widerspruch da ist und den Menschen auch zu sagen oder ihnen auch diese Botschaft mitzugeben, dass Handeln und Reden oft zwei Paar Schuhe sind bei der FPÖ. Das gelingt natürlich jetzt nicht immer und überall. Und da braucht es ganz, ganz viel Diskussion. Da braucht es auch ganz, ganz viel Mut von unserer Seite, diese Dinge auch immer wieder aufzuzeigen und gleichzeitig auch darauf hinzuweisen, welche Art der Politik die FPÖ eigentlich auch macht und vorhat. Letzter Satz noch zu Graz, das ist unsere Landeshauptstadt in der Steiermark. Da gibt es ja leider auch mittlerweile eine schwarz-blaue Regierung, Stadtregierung, und dort hat man auch sehr deutlich gesehen, wohin der Wind sozusagen weht. Da hat man von vornherein einmal beschlossen, man nimmt das Wohnressort, das sehr, in sehr, sehr lange oder vielen, vielen Jahren in Hand der KPÖ war, auch, sage ich einmal, sehr gut geführt wurde, dazu auch beigetragen hat, dass wir schon jetzt das zweite Mal in Folge zweitstärkste Partei in der Landeshauptstadt sind. Da war von vornherein klar, dieses Ressort kommt weg, auch wieder nach außen hin mit der Vorgabe, weil die KPÖ hat lauter Ausländern und Ausländerinnen eben Wohnungen gegeben, das machen wir jetzt anders. Also da muss man auch einfach aufzeigen und sagen, so schaut es aus, so ist die Situation, was machen wir? Und es gehört natürlich die soziale Frage immer wieder diskutiert und in den Mittelpunkt vor allem gestellt. Ich muss gleich ergänzen, weil das jetzt gut dazu passt. Dieses Beispiel, die Regierung will den 12-Stunden-Tag, ja, und am nächsten Tag kommt das Rauchverbot. Also die machen das schon bewusst so. Die haben eine klare Medienstrategie, Message Control. Einmal in der Woche wird irgendein Thema vorgegeben. Meistens irgendwas über Migranten und Migrantinnen natürlich. Und das funktioniert. Das wird dann von den meisten Medien aufgenommen und einfach unkommentiert oder ohne Analyse weiter verbreitet. Das andere Beispiel ist, die Regierung stellt Journalisten, Zeitungen Fotos zur Verfügung, kostenlos. Die werden auch genommen. Also viele Fotos vom Kanzler oder vom Vizekanzler, die in Zeitungen erscheinen, kommen direkt aus den Parteizentralen. Das ist natürlich eine Katastrophe für Pressefotografen, aber die ÖVP und FPÖ, die wissen schon, warum sie diese Fotos hergeben. Das ist so Message Control in Österreich. Ich hätte aber noch eine Frage an dich, weil wir gerade so eine aktuelle Diskussion auch in der Bundesrepublik haben. Wir haben ja eine bestimmte Medienstrategie der AfD mittlerweile identifiziert. Also sie gehen mit provokanten Tweets, verletzenden Tweets, rassistischen Äußerungen auch in den Parlamenten nach vorne. Dann wollen sie das alles nicht so gemeint und gesagt haben. Darüber generieren sie unglaublich viel Aufmerksamkeit. Auch werden ihre Aussagen immer wieder dupliziert und dupliziert und dupliziert. Und am Ende des Tages kommen sie dann in die zentralen Talkshow-Formate, irgendwie, die in der jeweiligen Woche laufen. Das war lange Zeit sehr erfolgreich für die AfD. Jetzt gibt es so eine gewisse selbstkritische Rückschau, was auch das Thema
Setting der großen Formate angeht und auch die Forderung, dass man zum Beispiel bestimmte Personen wie Gauland nach seiner Vogelschiss-Äußerung, mit der er ja den Holocaust geleugnet hat oder beziehungsweise den NS relativiert hat, in Zukunft nicht mehr einladen dürfe. Gibt es erstmal so eine vergleichende Medienstrategie, also provozieren, vermeintlich zurückgehen, dann die Aufmerksamkeit nutzen und dadurch wieder neuen Raum sich erschließen? Und zum Zweiten, gibt es auch eine Diskussion unter österreichischen Medien, dass man auch eine Grenze hat, was man zulässt und ob man auch tatsächlich so weit geht in der Diskussion, dass man einfach bestimmte Leute nicht mehr abdruckt, einlädt, zitiert? Also das mit der Aufmerksamkeit, Versuch Aufmerksamkeit zu erregen, das macht die FPÖ natürlich auch, ja. Also jetzt so mein Eindruck momentan ist, sie halten sich ein bisschen mehr zurück, seit sie in der Regierung sitzen, aber es passiert weiter. Grenze, ja, wird von den Medien eine Grenze gezogen. Ich weiß nicht, die meisten werden irgendwie den identitären Zampano Martin Sellner kennen, ja, also Chef der Identitären Österreich und Deutschland, der wird in Österreich vom Privatfernsehen zu Talkshows eingeladen. Ja. Und wenn es nicht der ist, dann irgendwie einer seiner Gefährten, die da kommen. Ja. Also Identitäre, klar, Rechtsextreme, Neofaschisten tauchen irgendwie in Talkshows auf. Das ist schon irgendwie eine neue Qualität, die da erreicht wurde. Also keine Abgrenzung. Ja. Es gibt zwar Diskussionen, aber es ist halt irgendwie kurz unter Journalisten. Ich würde jetzt keine gesellschaftliche, also gerne eine Abschlussfrage an alle richten. Weil es ist ja schon angeklungen, wir müssen uns natürlich auch über Strategien verständigen. Gerade hier, wo wir vor Landtagswahlen stehen, wo durchaus auch die Option besteht, dass die AfD hier auch versuchen wird, tatsächlich mit der CDU, CSU in Gespräche zu kommen über mögliche Koalitionen. Was würdet ihr uns mitgeben, was wir vielleicht an Fehlern nicht mehr wiederholen müssen? Oder was gibt es an positiven Beispielen der Auseinandersetzung, wo ihr auch sagen könnt, dort haben wir auf einem bestimmten Themenfeld, in einer bestimmten Region, in einer bestimmten Auseinandersetzung gewonnen. Natürlich immer mit Blick auf eure besonderen Zugänge, also der Wissenschaftlerin, des Journalisten, des Abgeordneten im Nationalrat und der Politikerin auf Landesebene. Das würde, denke ich, für uns auch dann, um in die Diskussion zu kommen, glaube ich, nochmal eine wichtige Frage zum Ende sein. Ich würde einfach sagen, Judith beginnt wieder. Ich möchte trotzdem jetzt nochmal beim letzten Teil anknüpfen, also bei den Medien, weil ich ja auch als Wissenschaftlerin oder als Rechtsextremismus-Expertin auch immer wieder Anfragen aus genau solchen Talkshows und ähnlichen Formaten, auch für Podiumsdiskussionen und Ähnliches bekomme. Und gemeinsam mit meiner Forschungsgruppe, wir schon seit 2013, wo wir auf unserem Blog einen Text veröffentlicht haben mit dem Titel Entwöhnung tut Not, uns dafür einsetzen, für eine Entnormalisierung dieser Selbstverständlichkeit, dass es immer eine Abbildung rechtsextremer Positionen bei solchen Podien braucht. Und ich würde tatsächlich sagen, dass es wichtig ist, dass einfach mehr Wissenschaftlerinnen einfach diese Grenzen des Tolerierbaren wieder schärfen und sagen, ich setze mich nicht mit Rechtsextremen auf ein Podium, weil ich einfach beweisen kann und natürlich muss ich das argumentieren, warum da nichts zu gewinnen ist. Und es ist in der Regel einfach so, wenn Rechtsextreme ein Podium bekommen, dann ist es kein argumentativer Austausch auf Augenhöhe, sondern es ist vielmehr so, dass Rechtsextreme einfach untergriffig sind, weit unter die Gürtellinie ihre politischen Gegnerinnen angreifen, dass sie einfach vor laufender Kamera lügen und mit Un- und Halbwahrheiten daherkommen und einfach die komplette Aufmerksamkeit bündeln. Also oftmals dann auch das Publikum einfach gespalten ist in der Frage, will man jetzt mit denen diskutieren oder nicht? Und hier bräuchte es halt mehr geschlossene Einheit einfach auch. Und genau, dass dann oftmals gar nicht mehr so stark um die jeweiligen Themen geht, die eigentlich debattiert werden sollten, sondern sich alles halt nur mehr um diese rechtsextreme Person dreht und in weiterer Folge das dann natürlich wieder als Aufmerksamkeitsgenerierung funktioniert. Und ich glaube, es geht wirklich darum, auch
sich wirklich argumentativ gut zu panzern, warum rechtsextreme Äußerungen keine Meinung unter vielen sind. Weil es einfach menschenverachtendes Gedankengut ist und man einfach auch einen bestimmten wissenschaftlichen, journalistischen oder was auch immer zivilgesellschaftlichen Ethos hat, diesen Positionen keinen Raum zu geben, um einfach auch andere Menschen vor Diskriminierung zu schützen. Albert. Also ich möchte es vermeiden, Tipps zu geben aus einem Land, wo die FPÖ 25% hat, das wäre vermessen, aber vielleicht ein paar Kenntnisse, sagen wir es so. Ja? Und möchte anknüpfen an meinem vorigen Statement. Nazi-Tabubrüche, Rassismen etc. Wir müssen mit aller Entschiedenheit und Vehemenz widersprechen und uns entgegenstellen, aber auf diesem Feld werden wir trotzdem die rechtsextremen Parteien nicht besiegen können. Das ist meine erste These. Warum müssen wir uns entgegenstellen? Erstens, weil es unserem politischen Selbstverständnis entspricht. Wir sind Antifaschistinnen und Antifaschisten. Das ist einmal eine Selbstverständlichkeit. Aber zweitens, und das war der Verweis auf die sozialdemokratische Parteichef, hat quasi den Strache für seine Jugendsünden freigesprochen. Wir müssen den Druck auf die Volksparteien draufhalten. Wenn Linke, Grüne nicht dagegen halten, wer hält dagegen? Und dann rutscht die Mitte. Das ist ganz klar. Und dann kommt ein Dammbruch nach dem anderen, so wie es in Österreich passiert ist. Die ÖVP der 90er Jahre hat eine Koalition mit der ÖVP abgelehnt. Mit der FPÖ abgelehnt. Aber das waren langsame Verschiebungen, die es gegeben hat, Dammbrüche, und am Ende kommt es raus, wenn die Volksparteien weg sind. Im Burgenland gibt es eine rot-blaue Koalition, also Sozialdemokratie mit der FPÖ, wer das nicht weiß. Das sind nämlich alles Dammbrüche, die am Ende dazu führen, dass rechtsextremes Gedankengut normal ist. Dort die Sozialdemokratie, dort die Konservativen, mit ihnen koalieren. Und daher ist das Widersprechen wichtig, um Druck auf diese zwei großen, mittelgroßen Parteien auszuüben, um sie wegzuhalten von den Rechten. Das ist in Deutschland noch meiner Einschätzung nach möglich, aber das wisst ihr besser. Die zweite These, Stichwort neoliberaler Inhalt, holen wir sie auf das Feld, wo wir sie besiegen als Linke. Und das ist die große Frage der Gerechtigkeit, der Verteilung, weil ein Teil ihrer Wählerinnen, das können wir wahrscheinlich jetzt schon noch leidenschaftlich diskutieren, zwar rassistisch ist, manche sind es ideologisch und andere sind es, weil sie ihre Lebenssituation mit leichtfertigen Antworten interpretieren und daher rassistische Deutungsmuster übernehmen. Aber Rechtsparteien, rechtsextreme Parteien, rechtspopulistische Parteien sind bei allen Gerechtigkeitsfragen widersprüchlich, weil sie ja die Kernwidersprüche der Gesellschaft nicht ansprechen. Und das ist der Unterschied zwischen Herrschenden und Beherrschenden und der Unterschied, bei euch kann ich das sagen, zwischen Klassen. Und eines ist sicher, rechtsextreme Parteien wie die AfD und die FPÖ stehen verlässlich auf der Seite der Mächtigen, Reichen und Schönen, bei allen Themen, wo man sich diese Parteien anschaut. Und das müssen wir herausarbeiten. Dort müssen wir den Keil zu den Wählerinnen hineintreiben, die ganz andere Interessen haben. Im Parlament sitzt die FPÖ drinnen mit Notaren, Rechtsanwälten, Zahnärzten und ein paar Polizeigewerkschaftern. Aber die haben nichts gemein mit den Leuten, die sie vermeintlich vertreten. Und das ist die große Aufgabe als Linke, die wir uns stellen müssen. Und dort können wir sie besiegen, weil dort haben sie in Wirklichkeit keine Antworten. Dritter Punkt, und der schließt jetzt an, ist harter Bann zur Partei, aber mit den Wählerinnen in Diskussion bleiben. Und zwar meine ich jetzt nicht mit den Rassisten, die ideologisch im Kern rassistisch sind, die Nazis sind, das ist sinnlos für unsere Zeit, wir haben alle nur 24-Stunden-Tag, die kann man nicht überzeugen, aber es gibt ganz, ganz viele, ich habe es ja schon vorher gesagt, die einfach ein falsches Deutungsmuster aufgreifen und glauben, dort liegen die Lösungen für ihre Probleme. Um die müssen wir kämpfen. Wenn wir um die nicht kämpfen, dann ist ganz klar, dann werden sie auf der anderen Seite stehen und wir werden die Rechten weniger, wenn wir nicht versuchen, jene, wo wir vielleicht hineinkommen können, zu überzeugen. Das ist harte Knochenarbeit, ist den Grünen ganz schlecht gelungen, gibt es viele Gründe, könnten wir jetzt ewig reden, aber muss jedenfalls einer Linkspartei der Anspruch sein. Und jetzt muss ich sagen, der KPÖ Graz ist es zum Beispiel gut gelungen mit dem ganzen Wohnthema und nicht umsonst ist die FPÖ in Graz relativ gesehen, gemessen an den Bundesergebnissen, schwach, weil dort hat die KPÖ diesen Job erledigt, der sonst nicht immer gelungen ist. Schwierigste Thema, und das ist der letzte Punkt, ist, und da weiß ich nicht, was die richtige Antwort ist, die Grünen haben reflexartig Tabuzonen geschaffen, in denen die FPÖ unterwegs war. Ich bringe euch jetzt ein Beispiel. Probleme bei der Integration. Da haben wir immer quasi das Gegengewicht gebildet, aus der Überzeugung heraus, wenn jetzt alle in den Chor einfallen, es gibt nur Probleme bei der Integration, dann kippt die Gesellschaft komplett.
Das Problem, das damit verbunden ist, dass natürlich dann dort die FPÖ, wo Menschen Schwierigkeiten spüren, hegemonal wird. Und die Linke auf kein Verständnis mehr kommt. Aber darauf habe ich keine Antwort. Ich habe schon eine Antwort, nämlich ich würde dazu neigen, Themen anzusprechen, aber das ist der wesentliche Unterschied, sie nicht so aufzugreifen, dass man quasi wie die Rechten argumentiert und klingt, sondern aus einer linken Sicht aufgreifen. Das heißt, zu thematisieren, warum es diese Integrationsprobleme gibt und was die Antworten sind und dass es nicht die Schuld der Menschen ist und dass das nicht ethnisch begründet ist und, sondern dass das halt lebenslagenspezifisch ist. Das ist ja ganz klar. Dort Ansätze, aber das finde ich ist das schwierigste Feld. Ja? Da habe ich kein Rezept und wir haben das Gegengewicht gebildet, aber das schafft Tabuzonen, wo dann die Rechten stark unterwegs sind und die Linke oft nicht verstanden wird. Aber jedenfalls, was nicht die Antwort sein kann, um nicht falsch verstanden zu werden, dass wir glauben, wir müssen den Rechten nachrennen und quasi die Themen genauso aufzugreifen, wie es die Rechten tun, da werden wir immer verlieren. Schmidt-Schmiedl, sagt man in Wien. Ja? Also da wird der Wähler immer zu denen gehen, die das Geschäft verstehen und das sind die Rechten. Also kopieren bringt nichts. Das andere ist halt ein Ritt über die Rasierklinge, das ist da gerade ganz schmal. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind in Österreich eine sehr kleine Partei. Und die Steiermark ist ja die große Ausnahme, das gallische Dorf sozusagen, wo eine KPÖ eine Größe hat, die man nicht wegschreiben kann, die man zur Kenntnis nehmen muss. Wir sind seit 2005 jetzt das dritte Mal in Folge als Landtagsfraktion im Landtag vertreten und wir sind nicht nur in Graz zweitstärkste Partei, sondern wir haben noch zwei weitere Vizebürgermeisterinnen, eine in Trofeiach und eine in Eisenerz. Wir sind in Stadträten vertreten und wir haben in vielen, vielen Gemeinden mittlerweile eben kommunale Vertretungen. Aber wie gesagt, das ist jetzt Steiermark spezifisch. Natürlich konnten wir diesen Aufstieg der FPÖ auch nicht aufhalten. Das wäre auch anmaßend, überhaupt zu glauben, dass wir dazu imstande wären, jetzt aufgrund unserer Größe. Aber was schon spannend und interessant ist, überall dort, wo die KPÖ, sei es jetzt auf kommunaler Ebene oder eben auch im Landtag verankert ist, ist sie auch drinnen geblieben, auch wenn es immer einen Sog gegeben hat, wo die FPÖ stärker geworden ist. Also ich kann mich noch sehr gut an die letzte Landtagswahl erinnern, 2010, wo ich das zweite Mal eben Spitzenkandidatin war. Da war völlig klar, so Mitte des Wahlkampfes, es wird darauf hinauslaufen, ob sich sozusagen der rote Landeshauptmann hält oder ob ein blauer kommt und letztendlich wird sich auf die Frage zuspitzen und es werden sich Menschen entscheiden, wollen sie blau-schwarz oder wollen sie noch einmal die alte Koalition mit rot-schwarz. Wir haben da natürlich keine Rolle mehr gespielt und unsere Befürchtung war groß, dort völlig aufgerieben zu werden und sozusagen mit fliegenden Fahnen aber dennoch hinauszufallen. Noch dazu kam, dass eine Woche bevor unsere Landtagswahl in der Steiermark stattgefunden hat, die damalige Innenministerin Mikl-Leitner für geflüchtete Menschen Zeltstädte in Wien aufstellen hat lassen. Und da hat man dann einfach gemerkt, wusch, also jetzt ist vorbei. Trotzdem sind wir drinnen geblieben. Arschknapp, wie man sagt, aber es ist uns gelungen. Und ich glaube, dass der Erfolg unserer Politik auf mehrere Stützen zurückzuführen ist. Das eine ist, ein ehemaliger Parteivorsitzender hat das einmal sehr schön formuliert mit dem Satz, es leitet uns unser marxistischer Kompass und dennoch ist uns kein Problem, mit dem die Leute zu uns kommen, zu klein. Und das ist das, was wir sozusagen mit der Wohnungssituation in Graz begonnen haben. Wir haben die Türen aufgemacht und haben die Leute hereingelassen. Es gibt konsequente Sozialberatung, es gibt konsequente Mietrechtsberatung. Die Mietrechtsberatung gibt es immer noch, auch wenn wir jetzt für das Ressort nicht mehr zuständig sind, denn man kann ja ein Ressort wegnehmen, aber nicht die Kompetenz, haben wir formuliert. Leute kommen auch weiterhin zu uns. Wir setzen ganz klar auf Sozialpolitik. Wir helfen den Menschen aber jetzt nicht nur damit, indem wir parlamentarische Initiativen starten zur Verbesserung der Situation, sondern wir helfen ihnen auch ganz konkret, indem sie wirklich zu uns ins Büro kommen. Wir helfen ihnen eben mit Beratung, aber wir helfen ihnen auch finanziell, indem wir ja einen Großteil unserer Gehälter, die wir aus politischen Funktionen
bekommen, auch dafür zur Verfügung stellen. Also nicht an die Partei zahlen, sondern direkt konkret Menschen helfen. Wir haben eine ausgeprägte Bündnisarbeit zu verschiedensten Themenbereichen. Es gab 2005 eben unter Rot-Schwarz, damals haben sie sich selbst eben als sogenannte Reformpartner bezeichnet, eine große Kürzungswelle. Wir waren Mitinitiatorinnen an einer großen Plattform aus Vereinen, Initiativen aus dem Bildungs-, gesundheitspolitischen Bereich gemeinsam mit den Grünen damals und haben eine Plattform gegründet, die es geschafft hat, dann gemeinsam mit der Gewerkschaft auch Demonstrationen in der Größenordnung von 10.000 bis 15.000 Menschen in Graz auf die Beine zu stellen. Das ist für Graz sehr viel. Ich denke, wir versuchen authentisch zu sein und halt überall dort auch diese Widersprüche, die du auch schon angesprochen hast, aufzuzeigen. Also das ist so das, was wir ganz konkret tun und wo wir auch glauben, dass wir da in die richtige Richtung gehen. Aber ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen zu sagen, ich komme jetzt aus Graz und erkläre, wie ihr damit umzugehen habt. Ich kann nur berichten, was wir tun und was mehr oder weniger in den letzten Jahren auch dazu geführt hat, dass wir dort sind, wo wir jetzt sind. Markus. Puh, die zwei wichtigsten Dinge sind eigentlich schon gesagt worden. Die zwei wichtigsten, die auch ich mir denke. Das eine ist dieses Schmiedel. Also ich glaube auch, dass das ein völlig falscher Weg ist, dass man rechte Strategien kopiert oder übernimmt. Ist völlig daneben, funktioniert sicher nicht. Und das Zweite ist, das hat meine Sitznachbarin schon irgendwie ausgeführt, ich teile das auch, jetzt aber nicht auf Podiumsdiskussionen, sondern auch, ich denke auch, dass es wirklich ein Problem ist, wenn so viele AfDler, um jetzt von der AfD zu reden, bei Talkshows auftreten, oder weil die kommen nicht, um zu diskutieren, sondern die wollen weiter Aufmerksamkeit, Schlagzeilen erregen. Das muss irgendwie auch klar sein, aufpassen darauf, Rechte aus den Medien raushalten, so gut es geht. So, jetzt ist es an euch und Ihnen, das Gehörte vielleicht einen Moment auch wirken lassen und dann Fragen zu stellen. Vielleicht immer noch kurz mitgeben, an wen sich die Frage auf dem Podium richtet. Kann natürlich auch zwei unserer Diskutantinnen ansprechen. Ich würde sagen, ich beginne hier vorne und dann gehen wir weiter in den Raum. Moment, bitte. Genau, es kommt immer ein Mikro, habe ich vergessen zu sagen. Ja, Reinhard Johannes, Friedrichshainer Atomkreis. Ich möchte gleich mal an Frau Götz und Herrn Sulzbauer anschließen. Ja, wir haben ja in den letzten Tagen hier in den Medien die Meldung, dass ARD und ZDF sich aus den Talkshows zurückziehen wollen. Nun muss ich mal sagen, natürlich, ja, die haben jetzt das Argument, ja, das sind also auch einige Schwätzer, die immer wieder auftreten. Das halte ich aber nicht so für ganz stichhaltig. Auf diese Konzeption hier, dass also AfD immer wieder präsent sind, also das habe ich noch nicht so gehört. Tja, ich bin aber der Meinung, dass gerade die öffentlichen Rechtlichen im Talkshow-Format, also im Vergleich zu den privaten Sendern, natürlich immer noch ziemlich demokratisch agieren, ja, Frau Maischberger und auch die Anne Will und so weiter und so fort. Jetzt ist doch die Frage unter den Journalisten, wahrscheinlich auch mal diese Kampagne vielleicht zu eröffnen, dass gerade die Demokraten unter den Journalisten gestärkt werden und dann eben ganz, ganz genau geachtet wird, wie viel Anteil AfD. Und dass in einer Talkshow fünfmal demokratische Kräfte sitzen, antifaschistische Kräfte und einmal höchstens AfD-Moderat und nicht gerade die Spitzenleute, sondern kann man ja auch Leute einladen, die, ja, so wie Sie das gesagt haben, vielleicht dann rübergezogen werden können langsam. Dann waren wir ja so ein bisschen diese Demokratie. Ansonsten habe ich ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es da schon solche extremen Beispiele gibt, Frau Götz, dass eben die öffentlichen Rechtlichen sich da auch schon zurückgezogen haben in Österreich. Ja.
Also ich würde schon sagen, dass es zahlreiche Beispiele von Diskussionssendungen gibt, wo rechte, rechtsextreme Positionen überproportional vertreten waren und ganz viele Positionen ausgespart bleiben. Also ich würde schon sagen, dass sich dahinter auch so ein falsches Objektivitätsverständnis verbirgt, immer im vorauseilenden Gehorsam die rechten Positionen mit repräsentieren zu müssen, obwohl zum Beispiel Betroffene von rassistischer Gewalt so gut wie nie als Diskutantinnen vorkommen. Also Opferperspektiven werden komplett ausgeblendet. Das ist überhaupt kein Thema. Und ich möchte nochmal wirklich betonen, dieser Diskurs auf Augenhöhe, von dem man vielleicht, wenn man aus einer demokratischen Diskussionskultur kommt, den wird man so nicht wiederfinden. Also ich halte es für einen großen Irrglauben, Rechtsextreme so einfach entzaubern zu können. Sondern, wie ich schon gesagt habe, Rechtsextreme halten sich ganz oft einfach nicht an die Regeln von einem zwischenmenschlichen, fairen Diskurs, sondern sind persönlich angriffig, die Unwahrheiten, und selbst wenn die dann Wochen später in einer kleinen Randnotiz revidiert werden, liest das niemand mehr. Und insofern würde ich sagen, auf dieser Ebene ist halt aus meiner Perspektive wenig zu holen, mich mit denen hinzusetzen und zu glauben, ich kann da einen fairen demokratischen Diskurs führen. Also ich bin der Meinung, wir müssen wieder übergehen zu der Berichterstattung und der Diskussion über Rechtsextremismus als die Berichterstattung mit Rechtsextremen, die wir gerade haben. Markus, möchtest du da noch mal was ergänzen? Ja, also es ist auch so bei den Talkshows, weil ich das vorher erwähnt habe, das ist wirklich, glaube ich, sinnlos, den Höcke in irgendwo hinzusetzen und sich da irgendwas zu erwarten, dass da irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt. Die gehen wirklich nur in Talkshows, um Aufmerksamkeit, ist gleich Schlagzeilen zu produzieren. Da geht es nicht um einen Diskurs oder so. Das ist gut. Okay. Fritz, du hattest dich gemeldet? Ja, also mir ist jetzt nochmal klar geworden, dass natürlich die österreichische Entwicklung ja über mehrere Jahrzehnte gelaufen ist. Also das, was einige von euch als Abstumpfung, Gewöhnung und so weiter benannt haben, dass das ja durchaus auf eine ganz lange Strecke blicken kann. Das ist ja definitiv ein bisschen anders, wenn man den deutschen Kontext betrachtet, diese Geschwindigkeit, mit der jetzt ja nicht nur AfD, sondern alle auch außerparlamentarischen Erscheinungen wirklich die Gesellschaft, das gesellschaftliche Klima aufrollen, das ist, glaube ich, schon etwas, was ja dazu geführt hat, dass viele von uns erstmal lange Zeit wie paralysiert zugeschaut haben. Und dieser Moment, dass es jetzt auf einmal schick wird, sich auch wirklich zu rechten Inhalten zu bekennen. Ich verweise auf die Erklärung 2018, zwei, drei dürre Sätze zu illegaler Einwanderungspolitik, die innerhalb allerkürzester Zeit über 150.000 Leute unterschrieben haben. Und wenn man sich dann anschaut, wer diese Leute sind, dann ist es kreative Berufe, Publizistik, Ärzte, Verleger, weiß der Kuckuck, wer noch alles. Und ich denke mir, dieser Dammbruch, der hier eben einen weit höheren Damm betrifft, hat dazu geführt, dass man eben jetzt nur im Moment zumindest nachholend versucht, das wieder einzufangen. Und ich glaube, so richtig ich das finde, Judith, was du sagst, mit dem, wenn ich aufgefordert werde, an einem Podium teilzunehmen, auf dem auch ausgewiesene organisierte Nazis hocken oder völkisch-nationalistische Propagandisten, laufen wir dann nicht auch Gefahr, genau diese sichtbaren Podien diesen Leuten zu überlassen, weil, und das würde ich auch dir, Markus, entgegenhalten, ich das Gefühl habe, Medien, die, sagen wir mal, rein ökonomisch rechnen, die sagen sich halt, es ist doch geil, wenn ich da jemanden habe, der quasi die Runde aufmischt, der poltert, der Tabus bricht und so weiter. Und dann ist niemand da, der dagegen hält oder kaum jemand. Und also ich bin da echt unsicher, weil grundsätzlich würde ich auch sagen, kein Podium, erstens sowieso kein Podium für Nazis und zweitens setze ich mich da nicht auch noch mit drauf. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass die Dynamik so ist, dass diese unverschämten Tabubrüche
gutiert werden, dass die Klicks bringen, dass die Kommentarspalten voll sind danach. Und also insofern würde ich die Frage jetzt nochmal ein bisschen konkreter stellen wollen. Ist das immer der richtige Weg, sich zu verweigern, oder muss man dann nicht auch hingehen und selbst rumpoltern, zurückpoltern? Keine Ahnung. Müssen ja jetzt nicht nur Markus oder Judith beantworten, sondern vielleicht... Schwierig, also wir haben keine Fernsehformate boykottiert, wo FPÖ-Politiker eingeladen waren, weil wir wären nicht mehr im Fernsehen gewesen, das muss man so sagen. Haben die Strategie des Dagegenhaltens gewählt. Aber ich meine, die Situation ist in Deutschland trotzdem noch ein bisschen eine andere, weil die FPÖ ist einfach in Österreich seit 30 Jahren eine mittelstarke Partei. Ne? Die war schon in den 90er Jahren bei 11, 17, 18 Prozent im Nu, Ende der 90er bei 27 Prozent. Es ist natürlich anders. Da sind die Dammbrüche dann schon passiert. Die Frage ist, war bei euch schon der Dammbruch oder ist er noch nicht? Und solange natürlich der Dammbruch noch nicht erfolgt ist, können solche Strategien greifen. Wenn einmal erfolgt ist, dann ist eh alles unter Wasser. Das ist das Problem. Also ich glaube, man muss da einmal unterscheiden jetzt zwischen, sitze ich mit einem FPÖ-Politiker oder mit irgendjemandem von der Identitären Bewegung oder einem anderen Rechtsextremen sozusagen auf einem Podium. Da glaube ich, muss man eine Entscheidung treffen. Und was ich immer wieder erlebt habe, also nachdem die FPÖ ja eben eine Landtagspartei ist, wird sie selbstverständlich zu allen diesen Runden eingeladen. Ich muss sehr oft mit den Club-Obleuten dort irgendwo sitzen, und da wäre es auch nicht möglich, das zu verweigern, denn dann hätte ich ja auch keine Gelegenheit, dort die Positionen der KPÖ sozusagen auch darzustellen oder über die zu reden. Aber ich verstehe, also ich denke auch, ob es die Frage ist, oder du hast es vorher anklingen lassen, auch so, was haben die Grünen oder was ist nicht gut gelungen bei den Grünen. Ob es jetzt wirklich eine Strategie ist, zu sagen, wir grenzen da total aus und wir reden nicht drüber, also nicht wir reden nicht drüber, aber ihr wisst schon, was ich meine, sondern sie sozusagen wirklich da fernzuhalten, erscheint mir so oft, wie wenn ich jetzt auf Facebook bin und ich weiß, dass ich auch eine Blase habe. Aber ich bemühe mich sehr, alle... auch wenn ich schon merke bei dieser Freundschaftsanfrage, das ist jetzt nicht unbedingt jemand, der die KPÖ wählt oder überhaupt links denkt oder so, nehme ich diese Leute ja ganz bewusst auf in meinen, unter Anführungszeichen, Freundeskreis, soweit man das wirklich so bezeichnen kann, weil ich davon überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass diese Menschen halt auch andere Positionen hören. Und wir haben vorher da in der Pause kurz gesprochen, also... Ich verstehe nicht, wenn dann Linke oder Menschen mit gescheiten Positionen hergehen und nach irgendeiner Wahl, wo die FPÖ wieder zugelegt hat, zu schreiben, zu kommentieren, ich wandere jetzt aus, und alle, die auch nur irgendetwas Positives über die FPÖ sagen, die streiche ich auch meiner Freundesliste, da sage ich mir, bitte tut's das nicht. Sonst hören die ja nur mehr den rechten Scheiß. Die brauchen ja auch Position, die müssen ja auch was hören. Und jetzt muss man dazu sagen, nicht jeder, der jetzt auf Facebook irgendwas von der FPÖ teilt, ist automatisch Parteimitglied oder rechtsextrem oder gehört ideologisch irgendwie dieser Partei an. Es gibt ja auch eben jetzt Menschen, die gewisse Themen, jetzt, ich nehme her, schächten. Ja? Das hat uns im Landtag beschäftigt über Monate. Weil die FPÖ natürlich mit ihrem Gedanken oder vorgegeben hat, Tierschutz zu betreiben, und in Wahrheit ging es natürlich ganz klar in eine andere Richtung, aber das Thema hat die Menschen bewegt. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, das ist alles Blödsinn, das ist ja eigentlich eine Religionsdiskussion, oder ich kann mit den Menschen reden und sagen, ja, das ist scheiße, und auch wir haben in den Schlachthöfen in Österreich ganz, ganz viele miese Verhältnisse, und auch dort brauchen wir schärfere Kontrollen. Also so haben wir halt auch versucht, dieses Thema dann herunterzubrechen, um auch mit den Menschen über das reden zu können. Und hin und wieder passiert es dann, dass jemand sehr wohl sich auch mit anderen Argumenten überzeugen lässt, weil man mal auch eine Vertrauensbasis geschaffen hat. Okay, jetzt hatte ich Gerd gesehen. Ja. Vielen Dank für die interessanten Einblicke in hoffentlich nicht unsere Zukunft, aber viele Parallelen haben sich ja doch aufgetan. Ich hätte zwei Fragen, und zwar einmal an den Herrn Steinhauser und einmal an Herrn Klimt.
Einmal zur Frage nochmal im Parlament. Ich arbeite selber für die Bundestagsfraktion hier, bin viel mit der AfD beschäftigt und ich beobachte im Moment, dass es so eine, wie wahrscheinlich bei uns allen, relativ starke Unsicherheit gibt, wie man damit umgeht. Im Parlament muss man sich, also da kann ich es mir nicht aussuchen, ob ich mit denen dort debattieren muss, sondern man ist einfach dran, wenn die, nachdem die dran waren. Und es gibt meiner Beobachtung nach im Moment so eine Strategie, die da lautet, wir versuchen nicht die Themen der AfD zu doppeln, indem wir es einfach dethematisieren. Das heißt, es kommt viel von der AfD, auch Ungeheuerlichkeiten, die man da dokumentieren kann, aber in der Reaktion gibt es eigentlich, nicht bei allen, aber bei vielen Reden nichts. Beispiel, letzte Woche, erste Befragung der Bundeskanzlerin. Natürlich darf auch die AfD eine Frage stellen. Der AfD-Abgeordnete hat eine Minute Zeit und lässt dort mehr als ein halbes Dutzend rassistischer Stereotypen ab über die Zuwanderungspolitik. Frau Merkel antwortet darauf, indem sie völlig sachlich, cool Stellung nimmt und sozusagen zu den Inhalten gar nichts sagt, sondern sagt, warum die Entscheidung damals, die Flüchtlinge aus Ungarn aufzunehmen, korrekt war und auch rechtlich korrekt war. Aber der Part der AfD bleibt völlig stehen, es wird dem nicht widersprochen an keiner Stelle. Meine Frage, gibt es Erfahrungen über den Umgang auch auf einer parlamentarischen Ebene in Österreich? Also sozusagen, ist es tatsächlich sinnvoll, diese Form der Dethematisierung, dass man sozusagen den Rassismus nicht mehr kommentiert, sondern ihn versucht, darüber ins Leere laufen zu lassen? Und zweite Frage an Sie wegen der Medienfrage. Martina hat es ja eingangs gesagt, dieses Vogelschiss-Zitat von Gauland und die Strategie, die dahinter steht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es eine Strategie ist, mit der er genau in die Medien kommen will. Aber ich habe keine Antwort darauf und vielleicht haben Sie eine, wie könnte ein Umgang aussehen, die diese Strategie unterläuft? Denn aus meiner Sicht kann es ja nicht der Umgang sein, dass wir das stehen lassen und sagen, das kommentiere ich nicht weiter. Aber jede Kommentierung führt ja in einer gewissen Weise genau dazu, dass ich in diese gestellte Falle laufe. Haben Sie dazu eine Idee? Die Strategie der Dethematisierung hat es in Österreich nie gegeben, aber das ist historisch begründet, weil die FPÖ war praktisch immer da. Als die Grünen ins Parlament gekommen sind, ist die FPÖ, ich schätze mal, 30 Jahre mindestens schon drin gesessen und war Teil dieses parlamentarischen Prozederes halt. Ja. Daher war sie immer da, sie war immer mit den Themen da und sie war immer sozusagen Teil der parlamentarischen Auseinandersetzung. Wir haben die Strategie gehabt der klaren und deutlichen Auseinandersetzung mit der FPÖ, weil diese Dethematisierung nicht ging, SPÖ, ÖVP, alle sind immer darauf eingegangen, weil die immer da waren. Ja. Also insofern ist die Situation eine andere und ich finde, da ist eben keine Vergleichbarkeit gegeben, weil diese Chance bei der AfD noch da ist, dass man versucht, sie parlamentarisch klein zu halten. Und da glaube ich auch, ist es wichtig, dass es kein Appeasement mit der AfD gibt, weil die AfD braucht Normalität. Die AfD möchte im Prinzip Anerkennung dadurch, indem man sie als Ansprechpartner akzeptiert, indem man sagt, sie sind auch eine parlamentarische Partei, sie haben ihre Berechtigung und sie haben ihren Platz. Das ist sozusagen der erste Schritt, der gelingen muss. Den hat sich die FPÖ erspart, weil sie war immer da. Und wenn ihr das gelingt, dann wird sie den nächsten Schritt machen. Ja? Das ist der Versuch, in Sachkoalitionen zu kommen, als Verhandlungspartner ernst genommen zu werden und am Ende Koalitionen einzugehen. Ja? Und daher glaube ich, ist dieses, man versucht einen Cordon sanitär zu ziehen, möglicherweise bei der AfD noch eine sinnvolle Strategie, was bei der FPÖ eben nicht ging. Rezept gibt es, glaube ich, keines, ja, auf Ihre Frage. Das Einzige, was ich mir irgendwie überlegt habe, es ist vielleicht schon wichtig, zu diesen Aussagen Informationen und Wissen irgendwie zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel in Österreich wird jetzt gerade diskutiert die Vergangenheit der FPÖ. Ja, die wurde von ehemaligen Nazis SS-Lern gegründet und die FPÖ stellt sich jetzt hin und sagt, ja, waren ein paar dabei, aber auch bei den Sozialdemokraten waren welche dabei und auch bei den Konservativen. Alles kein Problem. Warum ist das jetzt eine Aufregung? Da braucht es natürlich jetzt schon irgendwie Stellen, die sagen, naja, ist schon ein Unterschied, ob ein SS-Brigadegeneral eine Partei gegründet hat oder irgendwelche Mitläufer, die aus Karrieregründen zur SPÖ gegangen sind. Dieses Wissen ist jetzt momentan gefragt, also so, das weiß ich einfach so aus meiner Praxis, weil einfach viele Leute keine Ahnung haben. Ja? Nationalsozialismus ist wirklich, also das ist komisch, ja, aber gibt es Milliarden Dokus, was auch immer, Milliarden Bücher. Es ist wieder irgendwie abhanden gekommen, dieses Wissen. Ja?
Also das wäre jetzt vielleicht eine Idee, was man machen könnte. Wissen zur Verfügung stellen. Ich würde nur noch gern einen Satz, weil ich auch direkt angesprochen wurde, zu dem Kommentieren sagen. Also bei uns im Landtag Steiermark ist es ja so, dass die Landesregierung auch antworten muss auf Fragen und es wird zum Glück immer kommentiert, wenn solche rassistischen Äußerungen fallen oder rechtsextreme Positionen schon in Form einer Frage irgendwie stattfinden. Da bin ich sehr froh darüber, dass das alle Landesregierungsmitglieder tun. Was wir im Landtag aber manchmal oft machen, das habe ich auch vorher im Vorgespräch erzählt, wir versuchen manchmal uns abzusprechen, wenn wieder irgendeine dringliche Anfrage kommt, wo es einfach nur darum geht, sozusagen das eigene Klientel zu bedienen, dann versuche ich dort auch in meiner Funktion als Clubobfrau mit den anderen Kontakt aufzunehmen, zu schauen, ist es zwingend notwendig, dass wir uns da zu Wort melden in dieser Debatte oder einigen wir uns intern darauf, wir gehen nicht in Diskussion, denn dann ist diese Debatte relativ schnell wieder beendet, es ist eine Frage, es kommt die Antwort, die kommen muss, dann gehen die selbst noch einmal hinaus vielleicht und dann ist Ende. Und dann hat man manchmal auch das Glück, dass die Medien darüber gar nichts berichten, weil es eben nicht aufregend war. Okay. Ja, Bert Olbrich, ich bin sozusagen österreichischer Migrant in Deutschland. Eine Frage, die ich auch habe, die sich ja auch in Deutschland hier stellt, welche Hilfen kann man eigentlich nun von den Parteien, die ja nicht unwesentlichen am Aufstieg der FPÖ beteiligt waren, nämlich von SPÖ und ÖVP erwarten? Von ÖVP erwarte ich mir, nachdem sie der Kurz de facto jetzt zu so einer türkisblauen Neuauflage des Herrn Dollfuß und seiner christlich-sozialen gemacht hat, ehrlich gesagt nichts. Aber was kann man eigentlich von der SPÖ noch erwarten? Ich meine, der Plan A ist ja relativ schrecklich in der Hinsicht. Das wäre meine Frage wahrscheinlich. Ja, vorwiegend. Und aber auch an die Claudia Klimt. Was erwartet ihr von der SPÖ? Was kann man von der Sozialdemokratie erwarten? Schwierige Frage. Naja, ich nehme an, du verfolgst, dass genau die Sozialdemokratie hat an der Salonfähigmachung der FPÖ mitgewirkt und das hat begonnen, meiner Meinung nach dem Scheitern der ersten schwarz-blauen Koalition, wo man versucht hat, das soll kein zweites Mal passieren, dass die Sozialdemokratie da irgendwie mitspielt. Das war dann auch dieser Gusenbauer-Saga mit der Jugendsünde und, wo dann begonnen worden ist, dass auch die Zeit, wo ich ins Parlament gekommen bin, wo dann ganz merklich war, dass die Sozialdemokratie einen anderen Ton anschlagt. Dass es nicht mehr dieser antifaschistische Kampfton beherrscht, sondern dass es dialogischer wird mit der FPÖ. Und das hat sich dann, quasi, ich habe es ja schon erwähnt, dann ist gegipfelt in einer Debatte, die im Vorjahr war. Es hat dann eine Koalition im Burgenland gegeben zwischen SPÖ und FPÖ und dann einer Debatte, die eingesetzt hat, ob sich insgesamt die Bundessozialdemokratie einer Koalition öffnen soll, und das ist meiner Meinung nach inhaltlich beantwortet worden, aber nicht eindeutig damit. Weil wenn man inhaltliche Bedingungen definiert, ist ein bisschen was ist immer verhandelbar, das ist offen gelassen worden. Meiner Meinung nach hat die Sozialdemokratie mit diesem Liebäugeln in Wirklichkeit auch den Konservativen den Weg aufbereitet, eine zweite Koalition zu machen, weil natürlich der Druck der SPÖ auf die ÖVP dadurch nicht nachhaltig genug war, wenn man selbst in Wirklichkeit hinten herum, da hat es ja viel gegeben, Spargelessen der SPÖ, was bei uns unter Spargelessen läuft, war ein Treffen des SPÖ-Parteiobmanns mit dem FPÖ-Parteiobmann, das heißt, da hat es vieles gegeben, wo dann natürlich die SPÖ auch unglaubwürdig in ihrer Ablehnung geworden ist. Das macht es dann meiner Meinung nach schwierig und dann, und ich bin ja jetzt nach meiner Gönntätigkeit wieder zurück in die Gewerkschaft gegangen, kennt die Gewerkschaft von innen. Die Gewerkschaft war schon immer eher eine Bastion gegen eine FPÖ-Zusammenarbeit aus diesem neoliberalen Positionierung der FPÖ. Aber selbst da hat in den letzten 2-3 Jahren in Teilen der sozialdemokratischen Gewerkschaftsfraktion ein offener Diskurs darüber begonnen, ob man nicht doch mit der FPÖ sollte, weil da gäbe es doch Gemeinsamkeiten. Den kleinen Mann, den berühmten. Ja. Und natürlich, also das finde ich ist das Problem, wenn alle nachgeben, dann rutscht alles und am Ende kommt aber natürlich die extremste Form raus, weil die dann eine Legitimation haben. Also ich erhoffe mir was, ich erwarte mir nichts, ich erhoffe mir was, dass die Sozialdemokratie aus dieser neuen Koalition insofern ihre Lehre zieht, dass sie wieder eine stärkere Abgrenzungspolitik
Politik fährt, die auch logisch wäre, wenn man sich anschaut, was die jetzt planen, dann geht es tief gegen sozialdemokratische Ideen und Inhalte. Und da hoffe ich, dass es dort wieder eine striktere Abgrenzung gibt. Aber ob das überhaupt reversibel ist, was da in Österreich passiert, das ist eigene Diskussion, die wir führen müssten. Das ist ja das Dramatische. Ne? Wenn einmal die Dämme brechen und wenn einmal die Rechten so vorgehen und auch nur nach Ungarn schauen, ja, die Sozialdemokratie oder die Sozialisten, die haben sogar noch in den 90er Jahren zwei Wahlen hintereinander gewonnen, die sind heute marginalisiert auf 10%. Ne? Die Frage ist das überhaupt reversibel? Das Schlimme ist ja, dass über diese Widersprüche, über die wir vorher gesprochen haben bei der FPÖ, nämlich zwischen neoliberaler Politik und sozialdemokratischer Rhetorik, diese Widersprüche finden wir ja in der SPÖ innerhalb auch. Da gibt es ja auch einerseits die Aussagen, die sie treffen und dann andererseits die Politik, die sie machen. Und da gibt es ja auch eine Parallele zur SPD, sage ich jetzt einmal, wenn ich an die Einführung von Hartz IV denke oder wenn ich daran denke, Privatisierungen, Rentensystem, da gibt es ja auch Parallelen. Also, und ich habe auch ganz am Anfang schon gesagt, das, was der FPÖ in Österreich ja schon gelungen ist, ist, dass ein großer Teil der Arbeiterinnenschaft bereits zur FPÖ geflüchtet ist und nicht mehr die SPÖ wählt. Also, was ich selbst erlebt habe, ist auch das, und das ist, glaube ich, das Schwierige, wie wir 2005 in den Landtag eingezogen sind, damals in der Steiermark, hat der damalige sozialdemokratische Landeshauptmann gesagt, nachdem er darauf angesprochen wurde, sie hätten ja jetzt eine linke Mehrheit, erstmals nach über 60 Jahren. Damals war eben erstmals ein roter Landeshauptmann, 4 Abgeordnete der KPÖ, 3 der Grünen, die FPÖ ist aus dem Parlament hinausgefallen gewesen. Wir hätten eine linke Mehrheit gehabt und das Erste, was Wobers dazu gesagt hat, war, ich lasse mich ganz sicher nicht ins rot-rote Eck stellen. Also das heißt, wir haben mit der Sozialdemokratie natürlich ein Problem, also wir im Konkreten auch in der Steiermark, weil natürlich von dieser Seite nichts kommt, wo man sagt, man könnte sich sozusagen auch gemeinsam hinstellen und wirkliche linke Politik machen. Das heißt, meine Erwartungen sind aufgrund meiner Erfahrungen relativ klein gehalten. Ich lasse mich gern eines Besseren überzeugen. Ich fürchte allerdings, dass die SPÖ jetzt auf die Steiermark bezogen, aber vermutlich auch auf Bundesebene, noch kleiner werden muss, um sich sozusagen neu aufzustellen und eine andere Art der Politik sich auch wieder getraut zu machen. Ich mag vielleicht noch einen Satz nachschieben, damit es nicht falsch kommt. Man soll auch nicht überheblich sein. Es gibt trotzdem noch in der Sozialdemokratie viele Ansprechpartner, die antifaschistisch denken. Ja? Also das wäre jetzt erheblich, wenn wir zwei dazu sitzen und Noten vergeben. Ich war jetzt auch ein bisschen so. Das muss man ehrlich sagen, da gibt es viele, die es wirklich ernst und gut meinen auch noch. Ja, ich wollte nochmal, mein Name ist Cornelia Hildebrand, Rosa-Luxemburg-Stiftung, und ich wollte gerne nochmal fragen, 30 Jahre FPÖ, wo hat da der Tabubruch, na nicht der Tabubruch, sondern der Dammbruch begonnen? Ist es tatsächlich eine Rechtsverschiebung in der Gesellschaft, die sich vollzogen hat? Oder war, ich frage das jetzt einfach mal so provokant, war sie schon immer rechter, die Gesellschaft? Also, und wenn... Wo gäbe es denn da die Möglichkeiten, einen solchen Dammbruch irgendwie wieder einzufangen? Also was macht zum Beispiel dann konkret der Standard? Hat der die Möglichkeit, aus Ihrer Sicht, Sie arbeiten ja dort, haben Sie die Möglichkeit, gegen den Strom zu schwimmen? Was machen Sie? Ja, Sie stellen da Fragen. Also wir sind ein liberales Medium, schicke ich jetzt voraus. Das heißt, von links bis neoliberal, alles da an Positionen. Aber wir verstehen uns als Qualitätsmedium. Ja? Das heißt, wir versuchen schon irgendwie gescheite Dinge zu schreiben. Ja? Dinge, die stimmen. Ja? Das ist in Österreich nicht so bei allen Medien. Mehr können wir nicht machen. Wir haben irgendwie eine Reichweite von 5%. Die größte Tageszeitung hat, glaube ich, eine Reichweite von 25%, das ist die Kronenzeitung. Österreich hat 8 Millionen Einwohner, die haben eine gedruckte Auflage von über 800.000. Ja. Also die bestimmen, was am Stammtisch, in der Schule, in der Arbeit von besprochen wird. Ja. Das ist das hegemoniale Blatt einfach in Österreich. Standard eher schlecht. Da irgendwas Großartiges zu ändern. Ja.
zur Frage mit den gebrochenen Dämmen oder war Österreich schon immer rechter? Ich glaube tatsächlich, dass einiges auch in der österreichischen Geschichte liegt. Und zwar würde ich da tatsächlich 1945 anfangen, weil Österreich ja lange Zeit für sich selbst beansprucht hat, das erste Opfer von Nazi-Deutschland gewesen zu sein und es entsprechend einfach keine vergleichbare Re-Education gegeben hat. Minder belastete Nazis recht schnell einfach einerseits in den Parteien, aber andererseits auch im Bildungsapparat und so weiter untergekommen sind und es einfach vergleichbare Diskussionen in Österreich nicht gegeben hat. Das heißt, es gibt einfach schon eine sehr lange Geschichte von ehemaligen Nazi-Funktionären, vereinzelt auch Funktionärinnen in politischen Parteien, im Bildungswesen und eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und natürlich macht das auch was mit einem gesellschaftlichen Klima. Mhm. Willst du noch? Ja. Ich würde das zu den Dammbrüchen noch gerne sagen. Es waren wahrscheinlich, wenn wir da jetzt reflektieren, mehrere Dammbrüche. Ich würde ein paar sagen. Also der erste große Dammbruch war, wie die Konservativen aufgegeben haben, eine Koalition mit der ÖVP auszuschließen und jetzt ganz wichtig meiner Meinung nach begonnen haben, auf kommunaler und auf Landesebene die ersten Koalitionen einzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, den Druck auf den Konservativen und den Sozialdemokraten draufzuhalten. Dann natürlich die Bundesregierungsbeteiligung und dann ein großer Dammbruch war das Fluchtjahr 2015. Das war insofern ein riesen Dammbruch, weil ich damals im Parlament in Vorbeiziehen gesehen habe, in eines halben Jahres die Positionen, die von der FPÖ ein Jahr vorher vertreten worden sind und von SPÖ und ÖVP kritisiert worden sind, plötzlich von ihnen vertreten worden sind. Und dann natürlich war FPÖ hegemonal. Ne? Dann war das der Grundtenor und damit war der Damm komplett weggeschwemmt, weil damit war eigentlich nur mehr FPÖ-Politik da über breit. Ja. Aber es waren wahrscheinlich noch mehr Ereignisse, aber das sind so markante. Also ich finde, ganz wichtig ist der Druck auf die Sozialdemokratie, aber vor allem auf die Konservativen, dass die nicht beginnen, Koalitionen zu machen, sondern dass die dabei bleiben, keine Koalition. Wenn das fällt, dann rutscht das immer mehr. Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Und zwar ist ja jetzt mehrfach gesprochen worden, wir brauchen auch quasi so eine Einheit der linken, fortschrittlichen, du hast es genannt, der Vernünftigen oder die versuchen, das Vernünftige oder das Richtige zu schreiben. Jetzt gab es aber auch in Österreich ganz gegenläufige Entwicklungen, die weniger mit Einheit zu tun haben, als mehr mit Spaltung. Deswegen an dich, Albert, nochmal die Frage, ist das, was eurer Partei widerfahren ist, dass ihr euch zu den letzten Wahlen in zwei geteilt habt, nämlich die Liste Peter Pilz und die Grüne Partei, aus deiner Sicht auch Ergebnis der Rechtsentwicklung der Gesellschaft oder hat das mehr interne Gründe? Und genau, und wenn beim ersten Jahr, warum hat man nicht früher erkannt, dass diese Entwicklung tatsächlich mehr ist als die Frage einer Person, kontroverser Meinungen, sondern tatsächlich am Ende so etwas passieren kann, dass eine relevante Kraft im Nationalrat, die eben auch für viele Antifaschisten und Antifaschistinnen in Österreich, das weiß ich eben aus vielen Veranstaltungen, Vorträgen dort, eine wichtige Rolle hat, zum Beispiel dadurch, dass sie eine zentrale Recherche-Homepage zur Verfügung gestellt hat, stoppt die Rechten ad und ähnliches mehr, das ist nur ein Beispiel, tatsächlich am Schluss unterlegen ist in dieser Auseinandersetzung. Unterlegen ist etwas untertrieben, aber ich muss es vielleicht sagen, weil es nicht alle wissen. 2013, Wahlen von vor 4 Jahren, von 2017 weggerechnet, Grüne 12,5%, erfolgreichstes Ergebnis der Geschichte, erfolgreichste Grünpartei Europas, der EU, Island, glaube ich, hat teilweise schon bessere Wahlergebnisse gehabt, aber in der Phase, glaube ich, sogar Europas. Dann rufe ich in Erinnerung 2016, jemand, der 10 Jahre Vorsitzender der Grünen war, wird Bundespräsident. Ja, also wirft nicht nur in den Stichwahlen SPÖ und ÖVP-Politiker raus, sondern besiegt in der entscheidenden Stichwahl dann noch, und das war nach dem Fluchtjahr 2015, muss man dazu sagen, ja, besiegt noch den FPÖ-Kandidaten. Also im Prinzip kann man sagen, für so eine Grünpartei relativ sensationell. Und dann kam das Jahr 2017 mit einer Reihe von Zerwürfnissen, Fehlentscheidungen etc.
aber eben auch mit einer Spaltung. Und die ist mit zweierlei begründet, mit einer medial sehr beliebten Person. Der Mensch heißt Peter Pilz, der war 30 Jahre Abgeordneter, starke narzisstische Züge, das heißt die Überzeugung, er ist der Einzige, der weiß, wie der richtige Weg ist. Aber kombiniert, und das ist wichtig, mit, weil er auch sozusagen ein Gespür für Populismus und Opportunismus hat, sage ich jetzt bös, mit gesellschaftlichen Stimmungen. Und die ersten Brüche, die er markiert hat, waren das Thema Zuwanderung, Asyl, Migration, Islam. Ja, auch Islam. Und das war sozusagen, da hat der Hebel dann begonnen, wo er auch in diesem gesellschaftlichen Diskurs natürlich auf der Welle gesessen ist und auch der ganze Zorn, der in der Gesellschaft auf die Grünen da war, die vermeintlich für das alles verantwortlich wären, was man jetzt als Zumutung empfindet, dass man nicht mehr nachts durch den Park gehen kann und ich weiß nicht, an dem Bahnhof angequatscht wird, keine Ahnung, kennt Sie alle die Geschichten, waren alles die Grünen, wir waren zwar nie in der Regierung, aber wurscht. Und das hat er sozusagen gut instrumentalisiert und dann sozusagen auch noch quasi garniert mit der Lust an Spaltung und Streit instrumentalisiert. Und die Geschichte ist dann so ausgegangen, wir mit 3,8% bei einer 4%-Hürde aus dem Parlament rausgeflogen und er mit 4,1 oder 4,2% knapp drinnen. Ja. Das heißt, eine Partei kann sich selbst vernichten, wenn sie es nicht schafft, Spannungen in den Griff zu bekommen, Fragen zu klären und dann auch noch Personen aufs Ganze gehen und gesellschaftliche Strömungen, Stimmungen und mediale, wie soll ich sagen, Möglichkeiten optimieren. Nur am Ende gibt es nur Verlierer und das ist es jetzt. Wir haben nicht die Zeit, wie die Geschichte weitergeht. Der ist dann wegen sexueller Belästigung zurückgetreten in seiner Partei, hat dann einen Comeback-Versuch gemacht, er sitzt jetzt im Parlament, aber selbst das war begleitet von Skandalen etc. Im Prinzip hat sich aber die Opposition vernichtet, muss man jetzt sagen, die parlamentarische, ja? Das ist das Ergebnis. Wir haben jetzt eine Rechtsregierung mit einer sehr, sehr schwachen Opposition. Das sollte man nicht nachmachen. So, ich schaue mal in den Raum. Ich sehe eine Frage. Wir kommen dann auch langsam zum Ende. Ja, Paul Sievert, Mitarbeiter im Büro von Martina. Wir haben ja jetzt so ganz viele negative Sachen irgendwie gehört, was ja auch richtig, weil da lernen wir natürlich auch draus. Aber der Titel heißt ja auch antifaschistische Proteste und es gab ja auch Demonstrationen zur Vereidigung der Regierung. Und wir haben auch gerade über Dammbrüche geredet und dann kam aber vorhin sowas auch raus, wo es darum ging, dass die FPÖ auch mal wieder so Auf und Abs hatte. Und jetzt würde mich interessieren, wann hatte sie die Richtung, als sie irgendwie nach unten gegangen ist? Und was war da das Moment oder der Auslöser dafür? Judith, magst du anfangen und dann glaube ich... Ja, ich meine, die Grünen sind nicht die einzige Partei, die sich gespalten hat in Österreich. Die Regierungsbeteiligung zwischen 2000 und 2006, da ist der FPÖ auch zu Kopf gewachsen und es gab halt einfach diese Richtungsstreitigkeiten zwischen dem eher deutschnationalen Flügel und den eher liberaleren Teilen der Partei oder wenn man das unter Haider überhaupt so nennen kann, aber trotzdem die Spaltung in BZÖ und FPÖ, beziehungsweise in Kärnten dann auch mal noch der Sonderfall als Nachfolgepartei des BZÖ, nochmal FBK. Und das war tatsächlich einerseits diese Spaltung, die zwar die ersten Wahlen, wenn ich mich noch richtig erinnere, das BZÖ einiges an Stimmen einfangen konnte, aber in Kärnten dann wirklich mal das historische Ergebnis von -27% hatte. Also ich würde sagen, Richtungsstreitigkeiten waren da auf jeden Fall eine große und Parteispaltungen. Ja, wobei ich finde, das ist halt, in Kärnten hat man immer wieder gemerkt, dass das eigentlich überhaupt nicht nachhaltig ist. Dieses Wissen darum, was eigentlich mit einem Bundesland passiert, wenn die FPÖ über einen längeren Zeitraum da in der Regierung ist, ist mir tatsächlich nicht sehr nachhaltig erschienen. Also sprich Hypo-Skandal und so weiter, wo in Kärnten die FPÖ trotzdem immer noch, ich habe jetzt keine Prozentzahlen im Kopf, aber trotz dieser Skandale weiterhin einfach sehr gut bei Wahlen abgeschnitten hat. Die Frage ging ja auch in die Richtung, was an Protesten, an Gegenwehr erfolgreich war. Das sind ja jetzt Prozesse, die auch innerhalb der FPÖ stattgefunden haben. Gibt es da auch positive Beispiele?
schwarz-blau eins. Ich schließe dann an. Nein, schwarz-blau eins, da hat es massiven zivilgesellschaftlichen Protest gegeben, also mehrere Großdemonstrationen mit, kann mich nicht mehr erinnern, aber ich schätze 150.000, 200.000 Menschen waren das schon. Also das ist in Österreich, ja, nicht jeden Tag der Fall. Und es hat die Initiative Donnerstag-Demonstration gegeben, wo wirklich vom ersten Regierungstag bis zum letzten, bis sie gegangen sind, demonstriert wurde. Da wurden extrem viele Leute politisiert. Ich kann mich noch erinnern, unsere Mitgliederzahlen, wir haben nicht viele Mitglieder, weil wir keine Mitgliederpartei sind, aber selbst für Gönne-Verhältnisse sind gestiegen. Es war eine extreme Politisierung. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass es da nicht anders ist. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, aber ich mag nicht so negativ sein, weil ich bin an sich eh Optimist. Nur jetzt ist das nicht ganz so. Also der ganz große zivilgesellschaftliche Protest ist ausgeblieben. Wir haben eine Demonstration gehabt mit 80.000. Aber dann sozusagen merkt man, es sind alle ein bisschen, die progressiven Kräfte sind alle ein bisschen eher in der Depression. Damals war man kampfeslustiger. Aber ich bin überzeugt, vor allem dann, wenn diese ganzen Sozialverschärfungsprogramme kommen und auch die Gewerkschaften, die damals auch große Demonstrationen organisiert haben, in den Widerstand einsteigen, dann wird das ordentlich anfachen. Also da wird schon noch was passieren. Aber jetzt ist stimmungsmäßig jetzt mal runter. Aber womit haben diese Downs zu tun? Immer mit den inneren Widersprüchen der Rechtspopulisten und der Rechtsextremisten. Am Ende geht sich das alles nicht aus. Ich kann nicht den Unternehmern die Steuerzuckerln versprechen und die Supersozialpolitik. Also an diesen Widersprüchen sind es bei Schwarz-Blau 1 in der Regierung, in der Opposition geht sich alles aus. Ja, da verspricht man viel. Aber in der Regierung geht sich das nicht mehr aus. Und an diesen Widersprüchen sind sie dann eigentlich, meiner Einschätzung nach, bei Schwarz-Blau 1 zerbrochen. Sobald sie nämlich beginnen, und das ist bei rechtsextremen Parteien ganz, ganz wichtig, sobald sie beginnen zu verlieren, weil rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien haben immer einen tendenziell jungen, erfolgreichen, bei euch ist er nicht so jung, aber eher also erfolgreiche Führungsfiguren, die gewinnen. Und wenn natürlich rechtspopulistische Parteien an Anziehungskraft verlieren, dann ist das für sie Gift, weil das gehört zur Inszenierung, ja, dass sie stärker werden. Und sobald es zum Bröckeln beginnt, dann wird es unruhig, dann kommt es zur Spaltung und dann zerfallen es wieder. Dass sie sich so schnell wieder aufgebaut haben, ist halt auch wieder ein anderes Problem. Aber ich komme wieder auf zurück, was ich gesagt habe, wir müssen in diese Widersprüchlichkeit bei der Gerechtigkeitsfrage rein. Dort sind es angreifbar und dort haben es keine Antworten. Vielleicht ein Thema noch, wo ich jetzt gespannt bin, wie sich das auswirken wird. Die FPÖ hat ja, wie sie noch nicht in der Regierung war, immer eine Volksabstimmung für CETA, zum Thema CETA gefordert und hat gesagt, also nur Zustimmung, wenn die Mehrheit der Bevölkerung gefragt wird und dafür ist. Die SPÖ übrigens hat ihre Mitglieder befragt. Da sind, ich glaube, über 80% dann dagegen gewesen. Letztendlich haben sie dann aber doch gesagt, na, man da kann schon zustimmen, denn diesem Paket wurden jetzt eh die Giftzähne gezogen. Interessanterweise verwendet die FPÖ jetzt haargenau die gleiche Formulierung. Sie will jetzt nämlich keine Volksabstimmung mehr und sagt auch, brauchen wir jetzt nicht mehr, denn dem Paket wurden die Giftzähne gezogen. Meine Beobachtung ist die, dass sehr viele FPÖ-Wähler und Wählerinnen jetzt über CETA das erste Mal stolpern und das erste Mal sagen, na Moment einmal, die FPÖ hat was versprochen, was sie jetzt nicht hält. Inwieweit das dann Auswirkungen hat, kann ich jetzt noch nicht einschätzen, aber das ist so das erste Thema, wo es mir persönlich aufgefallen ist, dass da sich jetzt plötzlich innerhalb der FPÖ-Wählerinnenschaft etwas tut. Okay. Das Setzen auf Spaltungslinien bei der extremen Rechten und wieder das Hochfahren des Protestes, das wäre für mich und zum Abschluss der Veranstaltung auch nochmal das Stichwort. Wir hatten jetzt die große Demonstration hier in Berlin gegen die AfD, 70.000 Leute auf der Straße, ein immenser Erfolg, nachdem es sehr lange gebraucht hat, um überhaupt die AfD auch zum Gegenstand außerparlamentarischen Protestes zu machen, weil in der ersten Zeit hieß es, damit wertet man sie nur auf, wenn wir gegen sie auf die Straße gehen. Wir haben jetzt den nächsten Anlass, den Bundesparteitag der AfD am letzten Juniwochenende in Augsburg. Es wird wieder eine bundesweite Mobilisierung geben. Ich halte das auch mit Blick auf, was du gesagt hast, erste schwarz-blaue Regierung, für sehr wichtig, dass wir auch neben aller argumentativer, politischer und kritischer medialer Auseinandersetzung auch tatsächlich in zivilgesellschaftlichen Prozessen den Block dagegen sichtbar machen und auch wirksam machen.
Deswegen meine Bitte an euch, unterstützt, soweit ihr könnt, auch diese Proteste. Und ich danke euch fürs Hiersein, für das Diskutieren. Ich denke, wir können an vielen Stellen das Gehörte in die Fragestellung, aber auch in die Debatte um die Strategien bei uns sehr gut einfließen lassen. Und ich möchte aber auch nicht die Gelegenheit vorbeigehen lassen, zu sagen, dass Judith ein paar Exemplare ihres Buches mitgebracht hat. Also wer sich zu den Identitären in Österreich informieren müssen, ist da an der richtigen Stelle. Und auch das ist so, dass ich glaube, dass wenn wir diese vielleicht noch nicht in der Bundesrepublik vergleichbare neonazistische Gruppierung in den Fokus der Auseinandersetzung rücken wollen, hier wir nach Österreich schauen müssen, wenn wir verstehen, was der ideologische und organisatorische und auch gewalttätige Kontext ist, in dem diese Gruppierung agiert. Also, ich danke euch fürs Hiersein, fürs Diskutieren und für euch fürs Kommen nach Berlin. Und ich hoffe, wir können die Diskussion fortsetzen, auch dahingehend, dass, wie du gesagt hast, die Proteste auch irgendwann nach einer Phase der Depression wieder hochgefahren werden. Das wünschen wir uns beide hier und bei euch in Österreich. Dankeschön.